Gut, dann begrüße ich mich für die mündliche Gemeinderatssitzung. Marcel Heinen wird dann ganz geschwind per Video beigeschaltet, weil den nicht ganz auf Form ist, noch ein bisschen Covid-Nachwirkungen hat. Und dann der nächste Punkt, dass ich Regional in der Musik der Ville der Chanacht, das nächste Punkt, dann ich nenne Punkt von der Abrechnung von der Organisation Scolaire, provisoire. Und dann als zweiten Punkt nach Modifikation der Taxe relativ au droit d'inscription au cours de musique. Und dafür bin ich froh, dass wir die Direktrice haben. Nadine Eder wird dann die erste Punkt erklären wird. Nadine, hörst du es? Vielen Dank. Schönen guten Mittag, Charles Legouet. Die Organisation ist schon das, was dit provisoire, weil wir haben immer gesagt, die Organisation scolaire ist eigentlich nicht mehr eng, aber die Juni, Juli, das ist eine Estimation. Und natürlich an den Korrektionen für den Oktober, November mit den reellen Schülern wert sind. Wir haben das Jahr, das erste Jahr, wo wir eine Organisation scolaire machen mit dem neuen Schulgesetz, Musikschulgesetz, wird den 1. September in Kraft tritt. Und dafür ist dann auch der zweite Punkt in der Reihe, weil wir ja dann die neuen Minerwahlen müssen aufstimmen, die auch vom Gesetz aus vorgesehen sind. Wird auch neu als an dieser Organisation scolaire, das ist dann der Motto Finanzierung, den ganz klar Vorgaben hat am Gesetz selber, schon noch zum Schluss ein Gesetz angehängt. Falls noch Fragen wären, dann kann ich probieren, auf jeden Fall alles zu beantworten. Dass ein Modus nicht mehr viel drin hat, man immer ein Zum, die das nennt den ein Döpp, den wird auch immer genannt, wo er nur durch die Schule gedehlt geht. Und das war ja eigentlich nicht ganz klar. Und lo, also ein ganz klarer Mond, an den pro Schüler vorgesehen ist, an all Divisionen. Und wir haben auch das Jahr als Neidmaterial ein Outil de Gestion Code, den kennt ihr auch weisen, wenn ihr noch Leute interessiert sind. Das ist ein Schaffmaterial, mit das eigentlich den Outil, den noch alle Tonnen in der Stadt gibt. Und aufgrund von dem dann noch den Finanzierung geschieht, aufgrund von dem auch den Excel, den Haut, den dir schon ausgedehnt gut erstellt wird. Das heißt, ich gehe just noch alles an den Outil de Gestion an und dann drücke ich auf ein Knöpfchen und dann kommt den Excel raus. Und voilà, ich gebe aufhängen als echt. Ich finde, das steht sogar, das ist ein Auszug aus dem Outil de Gestion, weil eben noch mal im neuen Gesetz da Änderungen sind. Und eine wichtige Änderung ist die, dass wir schon bis zum 15. September alle guten Schüler müssen angedrohen haben am Outil de Gestion, weil die Berechnung vom Subsid darüber gemacht wird. Das ist aber nicht den Subsid, den wir kriegen, das ist eigentlich das Maximum, den wir kriegen können. Der Subsid, den wir kriegen, den ist ja noch ab Schluss vom Jahr, wenn dann erübrig ist von den Schülern, die wir den 15. September angeschrieben haben. Ich meine, die Problematik hatte ich auch schon ein paar Mal angeschwert. Ich hoffe, dass es kein Gott ist. Wir machen als Best, dass so viele wie möglich Schüler die Tür auch aufhängen, dann zum Schluss bleiben. Ich meine, das ist natürlich immer ein Hobby, dass wir können die Leute nicht zwingen zu bleiben, aber wir hoffen, dass mit der Vorgabe, aber dass wir gucken, dass so viele wie möglich Schüler die Tür aufhängen, dann auch fertig machen. Wir können dadurch auch keine nach Korrektionen machen. Das heißt, muss ich nur vorstellen, der 15. September haben wir ein Zum von Schülern erkuren. Das ist das absolute Maximum. Weil wir aber die Problematik haben, vom Wiesel erfunden Abandonen, haben wir noch bis zum 15. November Zeit, Schüler auszutauschen. Also wenn dann durch Abandonen kommen, dann können wir die durch Schüler, die zum Beispiel auf einer Wartelist wären, ersetzen. Und dann aus dem Platz nach garantiert, dann zählt die dann noch für das Subsid. Wenn man natürlich nur ein Abandon haben, den man nicht mehr austauschen können, und das wird vielleicht auch der Fall sein, dann als den Subsid für die Schüler fort.
Dann die zweite Version, wo ich dann an den Gemengerat kommen, mit dem Ist-Zustand, als dann spätestens für den 15. November zu machen. Und die besteht dann natürlich aus realen Schülern. Auch hier, das geht nicht alles an den Outil-Digestion andrücken, auf den Knöpfchen, da kommt ein Excel raus und dann muss das auf dem Minister verschickt gehen. Voilà, das Jahr drauf geht dann den Subsid par rapport zu den Schülern, die das Jahr fertig gemacht haben. Für das nächste Schuljahr haben wir ein paar Changements. Wir haben zwei Leute, die an Pension gehen. Das ist der Herr George Letellier, den muss an Pension gehen. Und da gibt es dann ersetzt durch den Herr Arthur Possing, den ich aber schon letztes Jahr angestellt habe, für ein paar Stunden am Piano und den dann Tag am Piano Jazz überhalten. Ich meine, das ist ein Name, den wir mittlerweile auch schon ein bisschen kennen. Und den Herr Jean Kohnen, den geht auch definitiv an Pension. Und der geht ersetzt durch den Herr Luca Wolf. Und Madame Nicole Tommy wird auch schon lange bei uns schafft. Ich war halt auch ein paar Stunden am Petit Cuivre. Dann haben wir ein paar Reduktionen. Und durch die Reduktionen der elektrischen Gitarre, den Herr Chavé und den Herr Kabipour, brauche ich da einen anderen Enseignant dabei, den die Stunden überhält. Das ist Donald René, auch den, der schon ein am Corps Enseignant bei uns hat letztes Jahr genau die auch ersetzt, die Reduktionen, die dann aber definitiv gesehen. Dann, als Madame Nicole Tommy wird letztes Jahr noch am Congé parental und sie kann darum, aber sie will sich noch für 11 Stunden herumkommen, sie möchte eine Reduktion von ihrer Tage, sodass wir hier ersetzen, aber auch weiterhin brauchen. Die meisten von ihnen haben dann noch ein CDD und das ist Madame Ciarelli, die ein CDI hat und Madame Junior hat auch sowieso schon ein CDI, das war schon mal lang bei uns. Auch Madame Juncker will eine kleine Reduktion machen. Diese, und das ist die erste Kehr, wo das geschieht, wir haben ja einen Zeitkont. Anscheinend könnte ein Zeitkont, wir sind mehr sehr wie das Gesetz gewesen, anscheinend könnte ein Zeitkont auch an das Gesetz vom Enseignement Musicalstunde, ich meine, das steht doch schon am Gesetz von Employé Communaux oder so, von wenn ich das Gesetz 2016, 2017. 17, ne? Und ich habe an das neue Gesetz geschrieben, was man nun noch nicht viel leihen haben von den Tests des Enseignants, weil sie was Enseignants draufsteht. Ich meine, das ist noch ein Projekt der Loi. Da könnte CET draufstehen. Wir fuhren sind da zwei Jahre mit dem CET. Und ich meine, wir sind auch da konform. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir dann nur den Fall haben, dass dann ein sieht, und hat überstanden die Jahre für drüber gemacht und will nur die heranholen, an dem das in der Tourmann schafft. Dann haben wir eine Demission, die an einer Schule schaffen geht, als Madame Sonja Dörner, die dann die Stunde von der Madame Liefrich überhält. Übrigens hat man auch einen Konkurs gemacht beim Herr für die Petit Cuivre und für die Flüte, weil man da mehr Kandidaturen hatten, die am selben Level waren. Dann haben wir einen Konkurs gemacht mit einem Jury extern, so wie es reglementiert wie gesagt. Dann haben wir eine Demission von Simon Patz, da haben wir einen Herrn Serafini, den er gestaltet hat, den er schon Enseignant am Conservatoire du Nord. Den Herr Yves Schumacher, möchte doch eine Demission, und dann ist der Herr Wilson Castro, den dann da wird die Stunden überholen. Dann die nächste Zeit. Ja. Weil ein Herr Collier möchte ein Congé sans Solde, er wird aber wahrscheinlich ganz auch abhalten, und dass die anderen Enseignants wie Kord die Stunden überhält. Und du hast nach etwas drin schon eine Prävision dahinter geschrieben. Das möchte das ein bisschen schwierig. Wir haben drei Leute, die sind an Prozeduren von der Krankenkasse, von der ADEM, je nachdem. Und du weißt mal noch nicht, ob die Sachen durchgehen oder nicht, respektive was überhaupt geschieht. Bei der Madame Längst ist es nicht so schlimm. Du konnte schon gesagt, das wird höchstwahrscheinlich sein, dass sie 20% drauf geht. Sie wo aber schon ein Jahr raufgegangen. Das ist also die zweite Kehr. Sie geht nur eigentlich so, sie von 22 Stunden auf 13,6 für nächstes Jahr. Sie wo durch das letzte Jahr auf 17. Da brauche ich auch ein
Enseignant, die ein bisschen von den Stunden überhöht, gerade über die 2 Uhr geguckt. Sie hat Pianoschüler. Und im Moment muss ich eben auch gucken, dass ich die Pianoschüler dann enger Raumplatz und gehen. Schon doch eine Person, die ich will ausstellen, aber da sind ich auch nicht zum Kontrakt gekommen. Und das ist auch ein Remplacement dann, wie gesagt, wenn man nicht wissen, wie das Dolo ausgeht, wenn ich mal den kompletten Akkord habe. Dann Madame Thies, sie wo ja ziemlich krank, sie als Lohn weh von der Besserung, sie braucht aber eine Reduktion von der Tasche an den die Prozedur, die läuft, die muss lo an Kommission Mix geschwommen, die werden nach Kochgräfe eine halbe Tasche zu machen, auch da müssen die anderen Halschen von der Tasche muss remplaziert gehen, sie wird ganz Jahr krank, die remplacieren das auch d'accord, dass sie wiederholen. Madame Lechil, wo auch krank ab Februar, wo dat, die geht auch remplaziert, und da weiß man noch nicht, was geschieht. Das sind bon, Situationen, die ein bisschen schwer machen, dann da umzugehen, aber es ist froh, dass man remplacieren haben, die gesagt haben, ja, wir machen das doch weiter, wenn das braucht. Und ich hoffe, dass wir irgendwann eine definitive Decision da können. Weil als pädagogisch Projekt, die sollen weitergehen, das ist eng gemeng, die lo man hat nichts so möchte, dass von der Junglünster gemeng, dann die Schule von Junglünster selber, die anderen 2 Schulen wollen weitermachen. Ich weiß aber keinen Grund. Und wir haben erst danach natürlich die weitermachen, da sind ich ganz froh. Wir haben Kunststoff, die weitermachen. Wir haben auch 2 Projekte, die lohnen nicht, die wird dem Finanzament von der Gemeinde fallen. Die High-Projekte von Nicole von der Monto, die sind ja alle von der Gemeinde mitfinanziert. Und dann haben wir noch 2 Projekte mit dem CDI von Irstenach und mit dem Centre d'Accueil von der Weilerberg. Die gehen aber ganz da vom Ministerium finanziert. Die haben wir dann ganz aus dem Finanzament heraus. Voilà, das wird für Changement, respektive die Extrasachen. Wir kommen zu der Organisation Scolaire, wo ich da natürlich kein Heisch. Ich meine, wir müssen alle nicht Seite für Seite holen, falls das wollt gucken, das sind, geht das noch nicht so ruf. Ich meine, ich denke, ich habe, und ich meine, das so, komm, ich habe es mir sehr da durch, hoffentlich, oder? Voilà. Wir, das sind extrem viele Seiten. Ich gehe direkt auf die letzte Seite für den Total zu. Und dann ich lese ich, denke ich, 4. Also du hast wirklich alle Kurinsel abgezeichnet, wird man Estimation für Schüler haben. Ich hatte die Estimation auch ziemlich genau gemacht, ob den Ist-Zustand von den Schülern. Dafür haben wir wirklich alle guten, die verschiedenen Niveaus schon Insel durchstehen mit Schülern. Und das werde ich dann nach von Plätzen her, tun ich dann als Estimation dann abgefüllt, ob das möglich ist. Ich gehe an den Total. Voilà, und die Menschen haben mal ein bisschen groß. Kriegt ihr den Logo los? Na, ein bisschen zu viel. Wir kuchen kollektiv 8.910. Wir hatten letztes Jahr 9.120. Wir haben kuchen individuell für 30.995. Wir hatten letztes Jahr 30.380. Also wir sind ganz, ganz nah bei Ihnen par rapport zum letzten Jahr. Wir müssen mehr haben wie letztes Jahr. Was neu ist, wir müssen dieses Jahr Formation Libre angehen. Das sind die Formationen, wo wir schon wissen, dass es können Kurse, Klassen sind, die wir gar nicht finanziert kriegen, wenn wir irgendetwas extra machen. Oder auch Schüler, die nicht an das Finanzament fallen. Da wusste ich zu dem Zeitpunkt, wo ich erstellt habe, just von 2. Dafür sind dann die 90 Minuten extra. Und wir haben die Chargen von 4.000 Minuten. Das Accompagnement Piano, das sind aber auch die Projekte Pädagogik, die da dran sind. Also alles wird nicht ein finanzierter Kurs, carrément. Dann sind das ein Total von 43.995 Minuten, par rapport lo, zum Beispiel vom letzten Jahr, 43.330. Also ganz nah bei Ihnen.
Minute so, und da war man ganz wenig Ausdruck. Und ich habe nur einmal, dass man die Stunden dabei gemacht von den Enseignern. Und die hat den offiziellen Paar vom Ministerium, wo alle Enseignern abgelegt haben, dass man zu einer Charge par rapport natürlich auch von der Estimation. Und dann habe ich aber ein Allen-System auch angehängt, wenn das geguckt hat. Ich fand das auch mit flott, wo ich gesagt habe, okay, wie ist die Fluktuation von den Enseignern und dann von der Zum von Kuren. Ich denke noch mehr Stunden wie Minuten. Also den Unterschied von 3,35 Stunden an 731 Stunden, 35 in total. Ich meine, geht nach der russischen Organisationskolleg Licht und Blut. Ich habe aber noch nicht den Kalkül gemacht. Dann hatte ich aus Informationen, weil es wirklich neu ist, die Zirkulär auch hier ein paar angehängt, falls da frohe wären zum Gesetz. An auch das Gesetz ein paar angehängt, wie gesagt, aus der ganzen Wolle und Szene heraus. Da dient sich das eben dran, als hier ist das Gesetz dann, dass zum Beispiel das eben lo. Dann sehen wir an die neue Karriere und dann ab 1. September müssen wir geholt gehen A2 und B1. Sie können an den alle Karriere bleiben, wenn zum Beispiel sie nicht können an die neue Rack kommen oder wenn es unvorteilhaft für sie wäre. Und wir haben auch da, dass die Enseignern, die das war ja lang von den Gewerkschaften gefordert gehen, dass Enseignern, die ein Master haben, und die wurden all die Jahre angestellt als E3T/A1, die aber noch schon angestellt sind. Die gehen ein paar Worte Klassement an den A1 gesagt ab Januar 2023. Alle neuen Enseignern, die noch ab 1. September angestellt werden, die müssen um neue Gesetz gehen. Und du hast das aber nicht mehr vier gesehen. Das heißt, du kannst ihn dann nicht mehr so schon aber noch Master, ich komme gerne nach A1. Die sind alle für eine Musikschule am A2. Voilà. Ja, merci Nadine für die Explikationen. Gehen wir froh zur Organisation Scolaire Provisoire. Carol. Ja, merci für das Wort, merci auch für die Explikationen. Ich denke, das war auch für ihr als Musikschule eine kleine Challenge, mit dem neuen Gesetz sich hier abzustellen. Die Frage, die auch an den Diskussionen an der Chambre abkommt, ist natürlich die, ob ihr als Musikschule besser wäschen könnt oder man gut wäschen könnt, was das Finanzament angeht. Und du hast aus sich allerbest gesagt, gehen, dass du hier soll kein darunter verlieren, dass es aber soll mehr egalitär sein von Musikschule zu Musikschule. Ich wollte trotzdem einfach auch für die Musikschule von ihr schon nachfragen, ob man da finanziell aber a priori nicht benötigt sind, par rapport zu dem Finanzament, was wir nach dem vierten Gesetz hatten. Dass man eigentlich froh lo nach beigefallen par rapport zu den Enseignern, die lo echt da vielleicht kurzfristige Wäsche fallen. Was geschieht, wenn lo während dem Jahr effektiv ein Enseignant wie lange an so krankheitsbedingt oder wenn sie einem Accident gegen Wäsche fallen, wo die dann auch die Möglichkeit für die Ersetzungen zu machen und dann noch während dem Jahr noch neue Leute anzustellen, weil das dann aber auch ein EK hat, par rapport zu dem Finanzament, was man im Endeffekt stimmen. Und die Wolle von den Enseignern effektiv als an einem Projet de loi à part, den vom Interieur deposiert gauf, um Instanzen weg, sind du selber nicht an der Kommission mehr. Ich weiß aber, dass das NRW ist, mit genau in Zeit Raum weiß ich aber effektiv auch nicht. Ich denke, Hanne, nun schon effektiv auch gefragt gehabt und heute gehe ich ja so lange nicht öffentlich aus, kann ich natürlich nicht daran gesehen. Und ich hoffe, dass da war, ja, irgendwann für um nächste Schuljahr öffentlich aus. Aber ich kann sich natürlich auch noch zeigen. Ich meine, du wirst doch die Chamber und Vakanz gehen an jederin. Wenn sich zieht, dann geht das alles retroaktiv. Den Interieur soll auch anscheinend irgendwann an die Gemenge gehen, an den Reklassement von oder neue Klassement von allen Enseignern und dann mit dem Personalbüro gucken. Das Finanzament
Ich kann nicht richtig eine Antwort geben. Das sind zwei Wollen. Das Finanzament hat ja zwei Aspekte. Das eine, dass der reine Subsid und das andere, dass die Kompensation von meiner Wahl. Den reinen Subsid gesehen ich im Moment nicht substanziell an die Luft gehen, mit den Berechnungen, die ich schon. Vielleicht ja, wenn ich wirklich als Klasse so extrem fülle, wie ich im Moment mache, das habe ich wahrscheinlich noch vergessen. Im Moment sind wir ja, 1.500 Schüler mit den Zielen und all für die Finanzamente sind noch Branche und dabei wird Krabbelbutzen und so. Aber wir haben mehr Schüler wie die Jahre für drin, bis jetzt, aber wir wissen ja nicht, was geschieht, weil wir immer die ersten zwei Monate 20% von den Schülern geben abhalten, weil dann aus dem Finanzament fort. Das ist aber nur ganz kompliziert zu erklären, weil das war auch für drinnen so. Das heißt, kann ich nicht sagen, ja, das ist nur nein, dass die Abandonen nicht gezählt gehen, war für drinnen, mit dem Motto Finanzament, wo an ist. Die war eben nicht auf den Schülern, mit wo eben ein Döppen. Das Döppen gibt es noch gedealt. Das heißt, die Problematik hat alle Schule. Das Döppen wird gedealt, das war prozentual an alle Schule auch von Abandonen. Dann hat sich das nicht so ausgewirkt. Wenn es nur auf die Schüler geht, dann wird es sich auswirken. Dafür weiß ich, wie gesagt, ich kann da keine Antwort geben. Ich habe eine Estimation, mal ein bisschen so laufen gelassen, weil für mich sind das Spielereien. Also Estimationen, die man am OT haben, da kann man ein Knäppchen drücken und dann kommt direkt zack, die Zahlen raus, die da rauskommen. Das ist nicht mein ja, Wunschdenken. Wir wissen ja noch nicht, was geschieht. Wie gesagt, wenn die Schüler zu heiß bleibt, da können vielleicht Licht mehr raus. Mir das aber nicht viel. Also da gebe ich ja nicht hoffen, ob viel mehr, das werde ich ausgerechnet tun. Wenn 100.000 Euro sind, das ist immer schon gut. Das wäre die Menge, wird mehr wert. Das ist natürlich die Kompensation für meine Wahl. Weil wir aber als Gebäng einen hohen Minerval hatten, gab die Kompensation der Minerval genau auf den Minerval berechnet. An die Schulen, die so einen hohen Minerval hatten, das ist nicht mehr mir, das ist auch die Musikschule von Greve machen, und das ist auch der Conservatoire du Nord, die hatte ja ziemlich selbe hohe Minervalen. Die gesehen sich los, dass sie den Minerval aus dem Döppen rauskriegen vom Minister. Pro Schüler natürlich, auch da, wenn wir mehr abhalten, dann sind die auch fort. Aber da wird die Berechnung ungefähr, also liegt mehr wie das, was man so als Minervaler hatten. Aber das ist wirklich nicht viel. Also ungefähr die Summe, die man als Minervaler rekruten, können doch durch Kompensation die Minervaler ran. Die Minerval, die bleibt, die Schüler bezahlen, das ist wirklich nicht mehr viel. Also da, ja, das spielt sich just noch an enger Summe von ein bisschen mehr wie 10.000 auf. Nicht ganz viel. Und das ist an par rapport zu der riesen Zum von meiner Wahl, die wir hatten, wirklich nicht mehr viel. Es ist so, dass Schulen, die keinen oder ganz kleine meiner Wahl hatten, dieselbe Kompensation der meiner Wahl kriegen. Das sind die großen Gewinner. Das sind Schulen, die sagen, wow, wir kriegen so viel mehr, weil sie für drinnen eine kleine Minerval hatten, aber die Kompensation auf den dicken Minerval gerechnet wird von denen von den Schulen, die ich schon genannt habe. Und die, ja, die gewannen wirklich. Mit der reinen Subsid, also ich sage, leider geht nicht so viel mehr, und ich sage, nur, nächstes Jahr auf der Server mehr gehen, das heißt, mir gut geschafft, respektive zu viele Schüler blieben, wie umgekehrt. wo noch ein Froh? Mit den Enseignern. Ja, das ist ein Problem, weil wir am Enseignement Musical haben wir keine Pool für Remplacement. Das heißt, alle Schüler sind ein bisschen aus einem Bekanntenkreis, wie in den Dauphin, für zu remplacieren. Das können ganz schwere Situationen sein, weil die Eltern das natürlich auch nicht verstehen. Und am Fall, wo man ein Enseignant kurzfristig ein bisschen krank ist, ist es nicht schlimm. Entweder finden die nicht, man kann natürlich auch vorkommen, dass dann mal ein Wort Kur ausfällt, weil das aber nicht soll sein. Also wir probieren immer einen Remplacement zu fahren, aber es geht eben nicht immer. Was mehr schwierig ist, als effektiv ein Enseignant, den ich vermeinte, bin mal krank ist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Dann hat ein Enseignant, die sollen aus der Tunnel von Gun. Dass sie das eben auch können. Und dort in der Woche, wo er alle zwei Wochen einen Krankenschein noch kriegt. Ich meine, das sind Situationen, die auch auf der Gemeinde, die heute in allen Betrieben.
Und ich habe bis dahin die Chance, dass wir immer fanden, dass wir viel Arbeit verbunden haben. Wir hatten aber auch letztes Jahr zum Beispiel Welle, die wir vom Gesetz so was, die Gesangsenseignerin, die wurde ganz Jahr krank geschrieben und du hast dann alle 4, 5 Wochen um den nächsten Monat kommen, weil dann scheint geistet, der Doktor kann sie nicht mehr lang krank schreiben. Wir wussten aber, dass sie lang wird krank sind. Wir können aber der Remplaçant keinen Kontrakt geben. Das heißt, die Gruppe hat die Stunden bezahlt, sie konnte keine Vakanzen bezahlt, sie hat aber Jahr geschafft. Es gibt aber auch noch ein anderes Problem, eigentlich. Und da, wie ich nicht genau besteht, du musst dann das Personalbüro so, dass die Gemeinde selber kriegt, nicht alle Remplacements zurückbezahlt. Ich meine, das kommt auf das Statut vom Enseignant. Wenn nicht ein Employé kommunal ist, dann kriegt er nicht ein Remplacement ersetzt. Wenn ein Salarié ist, dann kriegt er einen ersetzt, wenn ich lo richtig informiert sind. Ja, mit das ist ein großes Problem, man, das ist ein bisschen so ein Deal von unserer Arbeit hinzufahren. Dafür hoffe ich, dass die Situationen sich klären. Okay, gut. Sonst noch eine Frage. Das gebe ich nochmal der Organisation Scolaire Provisoire zum Wort stellen, wie das nochmal nachverstanden. Marcel ist auch dabei. Okay, merci. Marcel ist auch unanim dann. Dach, das ist noch ein. Und dann Modifikation der Tax relative au droit d'inscription. Dann hat er schon kurz gesagt, weil du meine Wahl auch gratis hast, du musst mal so ein etwas aufpassen. Das Gesetz wird gesagt, dass der Minerval gratis ist. Dafür haben wir dann die Kompensation für den Minerval dann haben wir am Finanzament. Für alle Götten, die Kuren ist so groß gesucht von der Division Inferior, von Kanner, also in der 18 Jahre, also keiner Wissen. Dann gesagt, Gesetz 4, dass alle anderen Kuren, die die Gemeinde wählt, Minerval verlangen. Darf nicht mehr wie 100 Euro kosten pro Kur. Wir hatten lange Diskussionen an der Association des Écoles de Musique und daraus entsteht folgende Situation, wenn es Lorraine um Gesetz geht. Und auch hier, also drüben so ein bisschen Schulen, Unterschiede an Schulen, die für Drohnen sowieso keine große Minerval hatten, ja gut, da ändert es nicht viel mehr bei uns, also aber eine substanzielle Änderung da. All die Gratiskuren, die sind, das will ich aber auch präzisieren, dass für alle Schüler, die sich bei uns ausschreiben, das heißt auch für nicht nur den Non-Conventionnés, aber auch für Leute, die aus Deutschland oder aus Frankreich oder aus Wissens, von wo sie kommen. Also das wirklich für alle Schüler, die in der Ausbildung sind, muss an den Branchen, die dann laut Gratuität betrifft, auch gratis herkommen. Die eine mit den 100 Euro, das wäre theoretisch dann, ich nenne doch groß gesagt, für dann den zweiten Zyklus von der Division Inferior, die sich ein bisschen mit der Musik auskennen, du gehst so den Diplom du premier Zyklus, da sind sie meistens so, am Solfisch sind sie dann meistens 10, und dann im Instrument, also schon mal zwischen 12 und 14. Und dann gibt es Kosten. Das tun wir aber nur so von einem Zeichen, von einer Gemeinde als Association des Écoles de Musique ein bisschen schwierig von gerade, wann kann er nur an die Pubertätsalter kommen, als ich überlege schon, soll man weitermachen oder nicht. Und dann so wir dann als Gemeinde oder als Schule, ja, die dürfen weitermachen von Loh kosten. Auch wenn das ein symbolischer Preis ist. Also da war mehr eine große Symbolik und dafür haben wir dann Propos gemacht, los, wann es gibt für die die Jugendlichen sind, das meiste sind die Jugendlichen, also die unter 26 hatten wir ja immer all die Jugendlichen an der Woche, die erwachsen, die noch nicht schaffen, die noch auf die Universität gehen oder wirklich auch wenig verdienen. Lust du die Redaktion, wie so, für drunter noch ein bisschen, wofür drunter wurde, unter 26 wurde dann den normalen, den mibelischen Tarif. Und hier hat man da gefragt, dass die weiterhin Gratuität behalten. Also ich habe eine kleine Berechnung gemacht, das ist nicht viel. Sind das dann nur 20.000 Euro, die das ausmacht? Ich kann doch nicht genauso, aber das wirklich geht nicht um große Summe par rapport zu dem ganzen Minerval. So dass wir schlussendlich zu dem zu der Propos kommen, dass Kuren
gratis bleiben für alle Götter, die konventionell bis 26, bis unter 26 Jahre, aber non konventionell über 18, respektive an denen Fächer, die nicht Gratuität vom Minister haben, die sollen aber 100 Euro bezahlen. Also sonst die konventionell über 18, die an die Fächer fallen, die geben wir auch noch gratis los. Aber alles, was nicht konventionell ist, bezahlt dann aber den Satz von 100 Euro am Minimum gesagt pro Branche prinzipal. Das heißt, wenn zum Beispiel ein sein Klarinett möchte, und müsst dann Lodo bezahlen, da bezahlt für Klarinett, ihr seht, aber jeder Mensch will meine Formation musikal nach weiter, da wo es eigentlich theoretisch dann etwas gibt Kosten, da fällt da dann ein Branche Sekundär von der Klarinett, weil sie da dann noch nicht ist, und dann müsst ihr auch nicht bezahlt gehen, an dem Fall. Das System hat man für noch. Also die Einzigen, die nach Giffen der Minerval von dann höchstens 100 Euro bezahlen, das sind alle guten Non-Konventionäre, die nicht in der Gratuität fallen. Und das kann auch vor 14 Jahren sein, den eben an der Division, den Zirkel 2 inferior dann aus, alles, was dann nicht in der Gratuität fällt. Und von den Konventionären, als dann ab 26 Jahren, was nicht in der Gratuität fällt. Ja, ich meine, ihr habt gesehen, das ist so eine Modifikation der Taxrelativ, das ist 6 Artikel, ne? Das war nicht so 2 mal die 100 Euro, respektive eine deuxième Branche, also nach 200 Supplements, 200 Euro, ne, wie da steht. Dann Taxe de Location für die Instrumente, 120 Euro, das ist falsch, und dann verbessern wir das direkt nach an Artikel 6, aus der Krabbelmusik auf 10 Seancen 100 Euro. Was war das dann, den Artikel da? Ja, den ist falsch. Den ist falsch, den ist ganz wäsch. Dann streichen wir den wäsch. Das ist gut, dass du das gesehen hast. In Artikel 3 fällt also komplett wäsch. Dann, dass in Artikel 1 dann 2 bleibt, dann fällt ja als just an Echange an einzelnen Dealer kann bezahlt geben, wenn es eigentlich zu viel wäre. Lokation, die ist aber 120, an Putzenmusik 10 Seancen 100 Euro. Voilà. Ja, das ist komplett, das ist den ich von mir nach von Taxen hund. Ja. Interessant ist vielleicht der Satz, den wir auch dabei gesagt haben: L'accès à l'école régionale reste possible, mais sans priorité et dans la limite des places disponibles. Das ist am Artikel 2 für les élèves des communes non conventionnées. Also den echten Ass, ja, voilà, so ist es ja schon, gehen das mal. Ja, da kann keinen Fehler machen, voilà. Das ist dann auch der Moment der Fall, das ist bei den Schülern, wir fangen an mit Werdelöschten, und es sind ein paar Schüler, die haben sich schon relativ frei angeschrieben, die aber nicht an konventionierte Gemengen sind, die haben schon von Anfang an auf Zeit gepackt. Wenn sie Chance haben, können sie nachher ran, aber also ich fülle mal konventionieren. Das ist gesehen, das ist eigentlich froh von Carol. Ja, just ganz kurz, Nadine, noch von meiner Seite aus. Merci natürlich für ein enorme Arbeit. Steht immer ganz gut mehr, da wo du neu die vier kommen, wo ich aber natürlich zum Schluss hoffentlich kann sagen, dass der Arbeit vereinfacht. Ein ganz einfach froh schon an der Diskussion mit froh gestaltet durch die Gratuität. Du hast wieder gesagt, wir hätten mehr Schüler. Müssen du schon eine Relation zu der Gratuität? Hast du schon irgendwelche Feedback? Und dann natürlich auch, wie wäre das die Musikschule ausgelöscht. Das heißt, du siehst, es sind noch verschiedene Schüler, die sich gemeldet haben, aus nicht konventionierten Gemengen, die es der Zeit mal gehalten haben, um mal so, für ihnen können zuzusuchen. Hast du da vielleicht ein bisschen für das mal wissen, von was wir sprechen? Ich merke, mehr schreiben. Also am Anfang, wie wir am Mio gefangen, da war direkt ein furchtbarer Rand. Und dann sind wir ins Lüß gehen und lo sind wir immer noch da. Also da wo ich nicht, da steht mir genau bei den Adulten. Wir haben mehr Aufruf und da wussten Leute, ah, dann lernen wir lo einfach etwas, weil das war ja wirklich substanziell mit da. Ja. Ob lo die mehr kann, dadurch entstehen, dass man auf verschiedenen Plätzen durch die Projektpädagogik auch einfach bemol mehr kann auch geschwärzt tun. Das kann ich ja nicht so genau so, weil sie schreiben nicht, ob hier ein Zettel drauf ob es wirklich von der Gratuität ist.
vielleicht wenig bisschen. Das ist aber auch Demografie. Wir haben Gemengen, die wissen immens. Und notamment ein großes Gemeng. Und durch deren Zuwuchs sind wir natürlich auch ein bisschen in einer Situation, wo man, ja, die holen wir natürlich ran, die sind konventioniert, aber die machen ein großes Bad aus. Die anderen, also ich muss so in erster Nacht holen, nur gerade ein Zwill, die mehr habe ich als das letzte Jahr. Das ist schon wirklich das ist schön. Wir hoffen, dass es bleibt. Und dass es nachher ein bisschen mehr habe ich gegeben. Das ist manchmal immer wenig oben. Die anderen Gemengen, das ist immer so ein bisschen an einem Ist-Zustand, das wie gesagt, ein bisschen mehr erwissener an die Gemengen, die immer wies, die wies weiter. Ja, man das. Ich habe mich just vorgestellt, weil ich sich immer ein bisschen die vorstellt, als Gratuität eine Motivation, weil mir ist immer heute vorgestellt, wie okay, man kann motiviert, ne, für Musik zu machen oder auch mal neu kann er uns erzählen. Ich meine, ich muss noch ein bisschen mit dem Rekül, ne, gucken. Ich meine merci. Noch. Merci. Okay, wenn du keine Frage sind, dann geben wir auch das neue Reglement der Tax von der Musikschule zum Wortstall, wenn es dem Matt aufgestanden. Marcel auch dabei. Merci, unternehmen. Gut, merci Nadine. Dann hast du Feierabend. Wahrscheinlich schon große Vakanz, oder? Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Nur noch den zweiten Bild. Okay, dann. Aber da wird es schön feierabend. Hallo, ja. Mir ist besser an der Schule. Okay. Gut, dann kommen wir bei dem zweiten Punkt, der das aufs Biss will. Du meinst, ich gehe direkt um Jean-Claude. Gut. So. Mais le premier point est l'approbation du rapport de vérification du service du contrôle de la comptabilité des communes. Arrêt provisoire du bilan et du compte de profit et perte l'exercice 2020. Bon, ça c'est la même chose, ça sont les remarques qui sont de l'intérieur. Et, bon, bei uns nicht viele Remarken gewesen. Ich muss sagen, dass unser Herr Adrien Möss eine exzellente Arbeit gemacht hat. Wir hatten eine Remarke, dass die Transmission vom Bilan tardiv war. Normalerweise müssen den nächsten Juli müssen da sein. Wir hatten als Sitzung den 30. Juni, sodass es nicht gut gerade abgegangen ist. Bon, ich habe geschrieben, dass ich dann hingehe von Zukunft. Je veillerai à respecter la limite du 30 juin pour les clôtures futures. Besser machen. Gut. Supporter das Dat. Ich meine, da muss man extra stimmen, ne? Ja, da muss man stimmen. Da muss man stimmen, ne? Vielleicht sind auch froh dazu. Mhm. Zum Grund 2020 gehen doch froh. Mhm. Das nicht der Fall ist, da gebe ich den zum Wortstell. Wenn du mal d'accord? Du machst halt auch dabei, dass es dann noch unternimmt. Maja Jean-Claude, da kannst du auf den Exercice 21. Ja, den Exercice 21, den Adrien hat noch so ein kleines Kommuniqué geschrieben am Anfang mit den Explikationen. Ich gebe ja stehen, ausstellen. Hallo. Kannst du vielleicht rübergehen? Oder kannst du ausstellen? Ne? Ja, was ich konnte von 2001, ich könnte es vielleicht vergleichen, konnte von 2020, 2021. Ja. Das heißt, also Profit et Perte, avant Amortissement 2020, hat man Charge von 5.087.598 €, Produkte von 5.129.697 €. Das heißt, wir hatten ein positives Resultat avant Amortissement 2020 von 42.099 €. 2021 sind Chiffre nicht gerade so schön, das heißt, wir hatten Charge von 5.750.560 €. Und wir hatten Produkte davon 5.429.523 €. Das heißt, wir haben ein Defizit
avant Amortissement von 321.037 Euro. Wenn ich nur den Amortissement dranhält, da wir mit 2021 Charge von 6.841.800, Produkte von 6.071.290, das heißt, dann hat man ein Defizit von 770.590 Euro. Bon. Dann, wie erklärt sich das, also die Differenz von 2020 auf 2021? Wir haben die letzten Jahre immer kleine Defizite gehabt. 2021 geht es noch mehr groß. Hat Charge noch gelangt. An dem Defizit sind also Projekt d'Agrandissement, wo alle gut wissen, da investieren wir im Moment relativ viel. Da sind letztes Jahr 429.759 Euro investiert. Und dann ist die alle Affäre, das sind die Restitutionen und CNS von der Assurance Dépendance, wo zu viel fakturiert ging. Das ist der Versor 2014. Da war 170.882, die letztes Jahr zurückbezahlt gesehen. Und dann natürlich Zahlen, den Index, neue Engagementen, da hat man auch ein Surplus von 300, par rapport zu 2020, von 391.503 Euro. Was als Resetten anbelangt, haben wir auch beigelöst, das ist von der Assurance Dépendance Summe 2021, 379.225 Euro mehr kriegt für 2020. Und dann haben wir von EDIT-Artikeln im Kontext von der Pandemie Covid von der Assurance Dépendance Surplus einen Bonus kriegt von 137.416 Euro. Und von der Familie auch ein Subsidium am Fonds geholt von 46.171.000 Euro. Bon, was hier anbelangt, die Restitutionen von der CNS, das müssen wir verschwinden. So wie das gesagt, gehen als Resette von der Assurance Dépendant, die gehen auf weiter an die Lut. Das läuft natürlich immer unter dem Strich, da hat man natürlich im Moment ein Defizit davor. Natürlich muss man gucken, dass man die Projekte von der Extension, dass man den so schnell wie möglich über die Bühne kriegt. Ich meine, da hängt mir ein bisschen nur nach dem also PRG, der muss gestimmt gehen. Ja. Und da noch könnte man dann auch abbauen. Okay, merci Jean-Claude für die Explikation. Dann nach vorne dazu. Wenn das nicht der Fall ist, dann gebe ich Konten von Exist 21 zum Wort stellen. Wärst du mal d'accord? Das ist auch wieder neben dem Marcel ist auch dabei. Dann haben wir den Punkt auch noch durch. Dann kommen wir bei den Punkt 3. Autorisation des Conseil Communal au Collège Final d'Estée en Justice. Du hast gelesen, und das ist das Maison Greifer, wo wir Lokatär dran hatten, den leider verschädigt ist. Wo die Wirtschaft nicht wollen treten, weil da der negativ Geschäft ist. An Problematik, also die Heiten, dass an dem Antiquärsgeschäft Objekte sind, die dem den Geschäft betrieben nicht gehört hat, die Leute ihm gehen haben, um wie für das zu verkaufen. Mhm. Das kennt nur den ich will darum kümmern. Nun muss ich mir Kurator sichern, der guckt, dass das eitel gemacht wird, weil das können wir als Gemeinde so unmöglich machen, das ist immer egal wie falsch. Und voilà, das ist die Problematik von der Lokation. Und da haben wir keinen anderen Weg, wie gesagt, Kurator zu sichern. Aber wenn wir das machen, muss immer die Gemeinde automatisch kommen. Der Chef darf das schon nicht lange diskutieren. Voilà. Und da kein ja, ein Vorjahr. Merci für die Explikation. Ich wollte just fragen, ob du von der Logiste Rechaussee betroffen warst oder ob das auch nach ob den ersten Stock weitergeht. Das ist der Rechaussee, die betroffen warst. Ja, das ist innen fast kommerziell, die verloren von war nicht verloren. Das ist innen, ja. Yves,
pour la petite histoire, ich kenne eine Dame, eine Letzebäuerin, mit einem Amerikaner bestellt, dass die zu Bitbusch wohnt und die zurückgeht. Und die hat den ganzen Lohn von ihren Mivelen, dem schon gehen, für zu verkaufen. Ja. Ja, das Ding. Nee, das ist eigentlich echt ein froh, weil ich vielwürdig sind. Wie wäre es dann, wenn die Gemeinde nicht proprietär wäre von dem Geschäft, dann, weil vier Drohwei und anderen dann proprietär, müsste sich dann auch da, die müsste sich auch darum kümmern. Ja, Sachen rausgehauen. Das bleibt dem Lokatär sein Besitz und als Proprietär ist es ein Karkass verlangt. Das ist für sich drin selbst. Ja. Ich denke, dass kein Successor du hast, aber ist das gut kein Do oder sind da die renonciert? Hat ihr schon fix renonciert? Aber dann ist es, wenn es besser ist, also. Vielleicht, ja. Also ich hoffe noch, dass es mir wieder fragt, dass wir müssen einfach weitergehen und dann muss das von der Somme de l'air, wie man das so nennt, die muss das dort gerieren. Ja. Okay, gut, da gebe ich euch froh, dass wir das können dann auf den juristischen Weg gehen, wenn das mal da verstanden. Das Unternehmen, der Marcel ist auch dabei, in das Unternehmen. So, der Punkt 4. Und das ist ein Projekt von Pont-et-Chaussée, das ist für den 11 zwischen Lauterburg und Irstenach, für da ein Busspur aufzuziehen. Die hat das Projekt gesehen, das sind rund 4,8 Millionen Euro TTC, wobei ungefähr ein Drittel von den Kosten von der Gemeinde müssen überholt gehen und zwei Drittel von den Kosten vom Staat. Voilà. Ja, Carol. Ich habe just eine Präzisionsfrage. Hat den heute Projekt auch mit dem ganzen Projekt zu dienen oder indirekt zu dienen von dem Renforcement, von dem Reamanagement von der Bar? Oder ist das heute ganz an der Höhe von der? Das ist an der Höhe. Das ist ein Straßenbauprojekt Bar, das ist ein separates Dossier. Nein, ich habe den heute zu dienen. Ja. Wenn du keine Frage sind, dann gebe ich den Projekt von Pont-et-Chaussée zum Wort stellen. Wenn das du mit dem D'accord? Auch das Unternehmen, der Marcel war auch dabei. Dann kommen wir bei dem Punkt 5. Das ist eine Approbation von Kollektivvertrag mit unseren Gemengen Nebenster. Da sind ein Rutschpunkte. Das erstens, das am Artikel 21, dass das die Essensgeldzulage von letzten Kollektivvertrag von 11 Punkten gehen auf 16 Punkten rauf, das ist 4 Punkten. Dann Artikel 26, ich meine, du ein bisschen nicht mehr um den Staatskollektivvertrag gehalten, das war ein bisschen Diskussionsbasis, da wir mehr oder weniger gleich sind mit großen Kollektivverträgen. Das ist Familienzulage, die wäre. Am alle Kollektivvertrag 25 Punkten, da gehen wir ab 29 Punkten rauf. Und dann ist eine, wo wir relativ lang gespart haben, das war den Anhang 3. Und zwar hatten sie für ganze Coop extra Arbeiten, extra Bezahlungen. Das war historisch gewusst. Und da sind aber verschiedene Arbeiten, wo ich mich frage, für was muss das extra bezahlt gehen. Und das war, sie hatten das doch nicht ganz gern, weil das relativ viel administrativ Aufwand. Dann müssen sie ein bisschen abschreiben, habe ich schon heute so viele Minuten oder Stunden auf der Dormaschine geschafft und so viel auf der Dorm. Und ich war an den Kanal gekommen, ich war hier und ich war da. Und dann muss das geprüft werden vom Vierabstand, dann muss das dann an der Administration gemacht und dann muss dementsprechend dann der Lohn angepasst werden, weil das extrem aufwendig war. Und dann ein bisschen auch an der Logik von der Sabbatik-Präsent administrativ. Haben wir uns dann geeinigt, dass einfach alle guten Tabeste insgesamt 5 Punkte beikriegen, ob ein paar, und dann brauchen sie wie optisch rein. Dann ist einfach, wenn sie macht, das, was zu machen ist. Sie ganz speziell Tabeste, die wollen immer noch extra bezahlt gehen, also die wirklich, wo
Ich soll einfach auf die Kirche ich muss gehen, den Graf ausheben, das sind desagréabel oder mir anstrengend, da habe ich wie auch immer, und die machen noch nicht verein, die Sachen gehen auch separat, das minimiert, also die meisten Sachen sind einfach da dran. Und ich meine, da waren sie ganz zufrieden, sie waren glücklich, wie man die Kollektivvertrag so aufgeschlossen hat, sind ja insgesamt sind schon 14 Punkte mehr. Und da waren sie zurückgegangen, die Delegation bei der Bestand, die waren alle gut, ganz zufrieden damit. Da. Dann haben wir gut mal gesagt, wir wären aber kein so schlechter Patron. Okay, gute Frage, ja. Just ein kleines Frage zu den 5 Punkten dabei. Gehen die just geraschen von an dem Mond so Arbeit gemacht haben, oder gehen die einfach da fest dabei geraschen, weil das einfach ein Teil aus von der Arbeit, die von den Leuten gelegt wird? Da fest bei allen beigereichen. Wir haben einfach geguckt, insgesamt, was tun die Einzelarbeiten alles über das ganze Jahr gekascht. Aber was sind dann die 5 Punkte? Die 5 Punkte sind als mehr. Also wir gehen als Gemeinde insgesamt mehr aus, mit das über die 12 Monate. Und sie kriegen die alle Monate. Und dann ist keine Diskussion mehr. Ich möchte einfach mehr. Dadurch, auf der anderen Seite, aber spüren wir ein bisschen administrativ Arbeit. Das ist nicht gerechnet, wie insgesamt. Also ich, das mir einfach gehandhabt. Sie kriegen mehr an der Pai. Aber gut, die viel der Erbschaft gemacht haben, dann liegt ein bisschen mehr, das ist ein bisschen so ein Nicky lieber. Und man sieht für Eke, ein bisschen mehr. Und damit fand sie aber ganz aufverstanden, weil sie auch die Schreiberbschaft nicht ganz gerne machen, weil ich das nicht verstehe. Ich meine, was da noch fährst, musst du eine halbe Stunde da noch nach abschreiben und das darum kontrollieren. Das ist wirklich nicht praktisch gewesen. Aber das gibt global, alle Monate kriegen sie die 5 Punkte, also plus die anderen dabei. Also insgesamt kriegen sie da mehr dabei. Ja. Von kein Vorsinn, da gebe ich den neuen Kollektivvertrag zum Wurzeln, wenn es mal d'accord. Marcel, auch dabei. Unanim, merci. So, dann haben wir ein paar Subsidien extraordinaire, 6, das ist 6-1, ein Orchestre de Jeunes de l'Est. Die hatten das immer 400 Euro gekriegt, die hatten gefroht für 700 Euro zu kriegen, weil sie ein extra Programm des Jahr machen. Und dafür proposieren wir denen 700 Euro Subsid extraordinär zu geben. Aber kein Vorsinn, wenn das mal die 700 Euro aufverstanden, das ist unannehmen. Dann Ambitus, die haben relativ mehr wie ein Jahr, hier 50 Jahre gefallen, durch Covid bedingt waren verschiedene Sachen ausgefallen. Die hatten die 50 Jahre schon ein bisschen mit zurück. Und sind aber bis das Jahr mit dem großen Musikstück, die 50-jährigen Anniversär aufgeschlossen. Und da kommen sie auch bei uns. Man hat das auch durch die Rechnung alle gut gesehen, was sie alles für Freien hatten, da investiert haben. Ich meine, sie haben ein flottes Programm gemacht. Und da proposiert der Chef dann für ihren 50-jährigen Anniversär 15.000 Euro extra Subsid. Von da kein Froh sind, da gebe ich dir zum Wurst, wenn es mal d'accord. Marcel auch dabei. Und dann haben sie aber auch am gleichen Odenzug, hatten sie auch relativ kurz, der Geiger von Echternach, auch ein monumental, kann ich mal so ein Musikstück da abgefeuert und dann auch noch genau auf den Tag, 50 Uhr nach der Uraufführung, mit demselben Dirigent, das war schon impressionant, das war natürlich auch bedingt durch die viel Unterstützung, gerade die großen Orchester, die sie dabei hatten, plus eben 5 Gesangsgruppen relativ viel mit Kästen verbunden, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das muss ich schon froh sein, als ich nachher das so in so Stecknecke da nur der Uraufführung genau auf dem Dach nicht abgefordert gehen ist und wollten noch da, hatten sie Subsid gefordert und da gibt mir proposieren 10.000 Euro. Geht da ein froh dazu? Kein Geschwo, wenn das mit d'accord? Unanim, merci. Machst du noch, ja. Und dann, last but not least, den Daring Club, das ist ein Komitee der Organisation vom Centenaire. Und die waren noch bei uns, und da haben wir hin noch nur gelöscht, wann Centenaire, also was wir immer gut gefunden haben, wenn irgendwie das an einer Form von einer Broschüre oder einem Buch festgehalten hat, dann sind manche ganz anständig Buch gemacht, was immer flott ist für Not zu sichern, das ist auch mit Kästen verbunden und dafür noch. Proposieren wir für 8.500 Euro beizulegen. Das ist kein Wortmann, da gebe ich das auch zum Vorstellen, wenn das du mal d'accord.
Dann machst du ja noch. Voilà, das sind, ja. Ja. Ich gebe schließlich ein General zum Punkt 6 am Anfang von der Subsidiefront. Weil das ist so, dass wir meistens die Subsidien diskutieren, die akzeptiert gehen oder die proposiert gehen, für zu gehen, nicht unbedingt die refusiert gehen. Du hast froh, ob es vielleicht Loh oder so ist, eigentlich schrift, ich kann mich ins Verband vertreten, für den Geschäftsverband, weil die haben ja manchmal ein doppeltes Subsidium, wie das Jahr gefroht, also 215.000 Euro. Und ich meine, in Funktion von den Kästen, die so für die Praterie immer zu organisieren, wo sie relativ viel Reklam machen, aus denen, wenn ich das richtig verstehe, Mensch, den am April gefroht gehen, als refusiert gehen, als das, kannst du vielleicht so spezifische Grund geben, oder voilà, für was der Geschäftsverband den nicht geakkordiert kann. Ich meine, sie kriegen schon ein Subsidium von 15.000 Euro, was nicht neigt. Also, das ist nicht an allen Wirtschaften, wo Geschäftsleute von der öffentlichen Hand zugekriegen. Das ist der umgekehrt, dass Geschäftsleute öffentlich oder zumindest der Vereine so gehen, geht das hier in SPL sind. Nein, ich meine, 15.000, das ist ein ganz solides Subsidium. Auf der anderen Seite hat wir hatten ein Renun-Martinen, dass sie gesucht hat, dass eine ganze Gruppe Sachen vom Stadtmarkt, die man proposiert hat, extra Sachen, dass das nicht zu viel wäre. Und auch mal, das machen wir da Dekoration, dann ist das gut. Wenn das nicht zu viel ist, dann ist es nach Hause. Du warst du nicht überrascht, nachdem sie gesagt haben, die Sachen wollen wir nicht mehr machen, dann hat man ja ein doppeltes Subsid. Das finde ich ein bisschen konträr von zur Idee. Ne? Das war ein bisschen die Überlegung. Okay. Da kommen wir bei dem Punkt 7. Ja, das hat man schon gesagt, wieder mal über eine längere Zeit kein Schwemmhuhn, aber wir nicht wollen riskieren, dass wir eine ganze Generation von Kanner kriegen, die nicht mehr schwimmen können. Haben wir gesagt, wir geben, wenn die Leute, wenn die Eltern, geben wir die Kanner privat an sich gehen für Schwammkur, dass wir das geben als Gemeinde finanziell unterstützen. Dann haben wir ein bisschen geguckt. Was so Schwammkur kosten. Und haben gesagt, wo sie hingehen gehen, die Schwammkur bezahlen, bis ein Maximum von 150 Euro für die Schwammkur. Ne? Und das geht bei den, auf den meisten Plätzen, geht das dort durch. In dem Kontext kann ich so, da muss ich leider so, dass die Lesung, die wir letzte Woche der Wand hatten, an einem Hotel, leider nächste Wand nicht mehr da ist, weil den Hotel hier, für nächstes Jahr doppelt wird vor, was man das Jahr gekriegt hat. Und wenn das Jahr schon, eigentlich, ich suche den Preis korrekt bezahlt und nur einfach so, ich habe nur gedoppelt. Wir haben gesagt, wir haben einen Brief geschrieben, wir geben ganz gerne Alkohol für denselben Preis, aber doppelt. Das ist nicht direkt, aber das sind wir an aber. Das fällt dann noch nichts mehr aus, das ist die nächste Wand. Das wäre ganz, ganz flott. Dass man die drei Monate konnten nutzen. Also, ich meine, da könnte ich auch dabei, dass man da nach versammlich Freien abkommen. Wir hatten eine Lokation bezogen, aber wenn wir nach Schwamm ist, wir putzen, wir als Podium dabei gehabt, das ist schon komplett, das ist nicht mehr das, was wir bezogen haben. Bon, was da hier zum Wort steht, das ist einfach nur, dass man da eben die, dass man dann mal d'accord ist, dass man den älteren Schwammkurs von der Kanne bezahlen muss. Insgesamt haben wir Kredit am Budget für 10.000 Euro. Wenn das nicht so durchgeht, wenn du im Ernst nicht stürmen wirst, dann muss man durch die Kredite ein Kredit setzen. Dann muss man sagen, mit 10.000 kriegen wir einen ganz richtig kann, wenn man es durch. Ja, Karin. Wie kommuniziert ihr das, dass die Leute doch gewohnt sind, dass das über die Schule, als das hauptsächlich Primärschulskanner Schule und geht im Schwammkuren, das sind die ganz klein, das heißt, da kriegen die Eltern dann Kommunikation nur am Anfang vom Jahr mitgedeelt, oder wie? Ich habe mit Gerard Rietz, wir gucken, für das mit ihnen zusammen zu machen. Das lief dann über die Schule. Ja, also wir als die Prüfaktion grüßen das heute natürlich ganz stark, weil es war eine Proposition, die wir gemacht hatten an der Diskussion, die wir hatten, für zu gucken, wie können wir als Gemeinde fördern, dass die Kanner einfach schwammen lernen, weil wir wirklich einfach ein großes Risiko haben, dass ein Reihe Kanner in den nächsten Jahren nicht schwammen lernen. Und das wird sich dann noch in der Zukunft auswirken. Da wollen wir begrüßen mit das durchaus und ich wollte die Frage zur Kommunikation auch stellen. Das kann auch durchaus manchmal an der Gemeinde Burt auch rankommen, dass wir probieren, über alle Kanäle, die möglich sind, so viel wie möglich Leute zu erreichen, dass sie auch von der Offenheit profitieren, die manchmal ganz wichtig ist für uns Kanner. Ich kann nicht so sagen, dass ich ein Ebsen zählt,
Ja, voilà, gesagt, das ist ein bisschen umsetzen. Nee, also echt vielmals merci für die Proposition, wird meine ich effektiv eine ganz gute Initiative. Ich gebe schüsst, also ich meine, der Proposition stimme mir vielleicht kein in irgendwie viel gesehen, dass es mir klar ist, dass die Koordination für die Leute sind. Also wie es logisch lesen, kennst du so ein Akkordé aux Parents, aber nicht unbedingt, dass es, also das sind, dass du es eigentlich schreibst, dann müsste vielleicht selbst ich von dabei schreiben, aber das kann ich anders interpretieren, wie so wird vielleicht gewollt ist. Aber voilà, das ist also just ein Detailsache. Das am Reglement ist richtig, ne? Da steht aber ein Artikel 1, der Präsident Reglement a objet l'autorisation d'une subvention communale pour le remboursement des cours de natation pour débutants. Oder? Ça donne adulte. Mais bon, débutant, okay. Ja. Adulte. Und dann, da steht dazu ein Drinner, accordé aux élèves du cycle 1-1 au cycle 2-2 de la ville d'Achanach. Artikel 2. Aux parents des élèves, ne? Oder bei mir? Das sind schon falsche Dokumente, da steht accordé aux parents des élèves du cycle. Ja, ich kann das nicht mit dem Missempfang präzisieren, dass es nicht Parents sind, die Kuchen. Ich weiß, aber nee, das ist leider nicht mal leid, aber das ist ein Präzisenz. Das peut uniquement être accordé aux parents des élèves du cycle. Ja. Kannst du meinen, das wäre ein Teil? Nee, dann gibt es als Hälfte so eine schöne Karte, und ich bin Debutant an der Schule mache Kuchen. So, tschüss. Das ist, okay. Schön, tschüss. So, das hat nicht getschüss, das hat angeschrieben, dann ist es gut. Voilà. Wir präzisieren, dass das keiner von den Älteren sind. Okay. Gut, das ist eine Wortmeldung dazu. Da gebe ich das Reglement oder den, ja, das Reglement zu Wort stellen, wenn es dem d'accord. Als unanim, mach es einfach so, dann merci. So, das war 7, da kommen wir bei den 8. Ah ja, der Punkt 8, also eine positive Sache, aber die andere Sache ist noch positiv. Nouveau crédit au chapitre de recettes ordinaire pour le remboursement par la dame dans le cadre du projet de chômeur de longue durée, das ist nur noch drei Botswani, was da dem durch Alkohol an der Respekt der Krima, ein Teil von den Suchen von der paar Jahren, und das ist insgesamt annuellement ein Reset von 100.000 Euro. Die hat man nicht hier gesehen, aber die muss man dann am Budget auch dafür gesehen, aber die Reset ordinär an das Budget dransetzen, für die dann noch von dem richtig zu verbuchen. Keine Frage dazu, es gebe ich die Wort zum Wortstellen, wenn es mal d'accord mit der Reset übernimmt. Marcel? Okay, merci. So, dabei, ich sage es nicht mehr. Hein? Dann kommen wir bei den Ning. Ah ja, da das wie immer rum, wenn jemand ein Parzellen Terra verkauft wird, dann hört immer eigentlich rein prinzipiell gemein den Droit de Präemption. Aber wie gesagt, wenn du kein Projekt auf dem Terra hast, dann hast du sowieso keine Chance. Und das ist sowieso ein Terra, also 100 Häuser, also du hättest keine Antwort, aber wir haben noch kein Projekt. Also dafür renoncieren wir darüber, aber das dürfen wir nicht. Wir proposieren im Gemeinderat, darüber zu renoncieren. Kein Vorsinn, da gebe ich vor, dass man d'accord, dass man darauf renoncieren, dass man daran nicht spielen lassen. Merci, als Unternehmen. Dann. Ah ja. Ja, das ist aber ein Reglement, Modifikation Reglement der Tax. Den hat man schon eigentlich gestimmt am März. Und da hat man den eigentlich. Ich habe es gerne, da hat man eine Remarke gemacht oder mehr Remarke von Mente gemacht. Also, ein Artikel hat man oder ein Text dabei, und da hat man gesagt, du wärst nicht in drei, mehr auch bei den anderen, du wärst auch verschiedene Sachen in den drei, mit dem, wir gucken, die das schon nicht approbiert. Ja, aber sie hat noch mehr Juristen am Mente geschaffen, und die gibt es mir auch nicht gesehen, und dafür wären ganz grob Sachen, die auch vorgestellt gehen. Und ja, dann hast du das nochmal so. Also, die hat gesehen, am Liberli, also meine ganze Gruppe Sachen, wenn du Personal oder Material von der Voirie, wenn die benutzt wird, und da hat eben eine generelle Remarque von Mente, dass wir dürfen da nicht im Sektor privé ein Konkurrenz de loyal sind. Und dafür haben wir das müssen am Text dabei schreiben, considérant
ou une intervention du secteur privé n'est pas possible, respectif en cas d'urgence. Nimm dann darf man das machen, sonst darf man nicht machen. Dann muss man das nämlich noch ein bisschen dabei setzen. Und dann als zum Schluss, was man am März gestimmt hat, war ein Artikel 4 und Artikel 6. Und die natürlich da rausfand, was ist nicht abgefallen, war das Artikel 4 eigentlich schon am Reglement von der Pubelle schon dran steht. An den Artikel 6, Kautionement, da tun wir schon am Reglement am Baureglement dran stehen. Und natürlich müssen wir das dürben, wir haben dann ein dabei. Also das dürfen das soll nicht machen, dafür haben wir das. Also in Artikel 4 und 6 weggeholt und eben oben auch die Libelle dabei gemacht, also eben just nehmen da, wenn der Sektor privé das nicht kann machen, dann eine Urgence aus. Voilà, das sind 10 Details, aber juristisch auch nicht unwichtig, gell, Christoph? Okay, das ist die Erklärung. Gibt es noch Fragen? Nee, dann gibt man das Reglement, also mit den Adaptationen, so wie den Juristen vom Moment, das gesehen hat, kann ja adaptiert zum Wortstellen. Wen hast du mit d'accord? Und das auch unanim. Gut. Dann kommen wir bei dem Punkt. Ja, an sich 10,5, also das ist den Ajout von den Kommas. Da meine ich, als für dich einen gemeinsamen Ajout. Die kriegen mit der DP und dann könnten wir eigentlich anfragen und dann separat von die Gring. Ja, ist das richtig? Ja. Wen wollt von euch vertreten? Ich gehe aufhängen und ich gehe nur dem Karl. Es wird weitergehen. Also wir haben einen Ajout à l'ordre du jour gefragt für Bilan, Suivi et Suite, donné aux Inondations vom 14. auf 15. Juli letztes Jahr zu diskutieren. Wir sind ein Jahr, pur dich nur der Hochwasserkatastrophe, die ihr schon nachher noch als im Gegend noch über die Gegend raus auch in Reihe anderer Länder ganz stark getroffen wird. Wir hatten letztes Jahr eine extraordinäre Gemeinderatssitzung noch gemacht, nur dem Hochwasser, das war der 26. Juli. Und da waren provisorische Bilanz gezogen. Und wir hatten noch da einen ersten Austausch. Wir konnten vorstellen, aber auch eine Reihe Suggestionen machen, was nur das Suivi von der Katastrophe geht. Ich komme vielleicht auf ein paar Punkte aus der Reunion nur noch zurück. Während dem letzten Jahr haben wir auch am Gemeinderat, notamment auch am Budget, haben wir eine Reihe größer Projekte, wie die Verleihung von der Spielschule, provisorische Sportzahl, also weiter am Gemeinderat diskutiert. Und wir haben auch als Fraktionen von die Gring und auch DP regelmäßig auch Fragen gestellt über das Suivi von dem Hochwasser, notamment was den Hilfsfonds angeht, den ungelöscht war, und wie das Verdelen auch von dem Hilfsfonds war, und auch die Energieversorgung war das Sujet, war, die ganz viele Leute interessiert hat, nur dem Hochwasser, weil eben auch so viele Probleme waren mit dem Masutztanken. Der Chef der Gemeinderat von unserer Nopisch-Gemeinde, Rösbad Mompisch, hat um Tag, ein Jahr nur um Tag von dem Hochwasser eine Pressekonferenz organisiert, für eben die Bilan, die wir am Fungerloh freuen, zu zeigen. Das von ihr als Chefrodlo leider nicht, an dem Sinn viel gesehen oder war nicht, das nicht so gemacht gehen. Natürlich, dass auch nicht weiter von ihr selber auf den Ordre du Jour gesagt gehen. Und weil mir aber gemerkt haben, dass es wichtig wäre, dass wir die Bilanz sehen und dass wir auch an Zukunft gucken, weil noch muss geschehen, respektive wo Stimme haut an den Neuwege von dem Hochwasser, wäre es für uns wichtig als zwei Fraktionen, dass wir diesen Punkt nach einem auf den Ordre du Jour gesagt haben. Was wir bedauern, das ist, dass die Kommunikation, die nach außen gegangen ist, vom Chef Roder, vor allem auch vom Bürgermeister, dass das echt immer negative Kommunikationen waren, ich meine, national Feiertage, noch an der Presse, genau, von permanent gesagt, wir kriegen nicht geholfen, wir kriegen nicht geholfen, und jeder ist schuld und eine ganze Situation, die heute zwischen noch ist. Wir fanden, dass das nicht fördernd ist für uns Staat, für immer nicht mehr zu suchen, was nicht geht, und dass es uns besser wird, gegen sich irgendwo zusammen zu tun und gegen gucken, welche Solutionen wir finden für die Zukunft.
Voilà, und dafür ist es für uns wichtig, dass wir nicht aufhängen, Schuldzuweisungen zu machen, mit dass wir für die Bürger, für die Betriebe, für jeder, und gehen noch Leute über erst danach raus, die sich für erst danach interessieren, an alle guten Dinge, die wollen, dass wir nur den provisorischen Bilanz, den wir gemacht haben, mehr konkret sagen, okay, war das so der Bilanz für uns Staat, war das alles schon gemacht gehen, weil das schon viel gemacht gehen, und das soll ich noch durchaus sagen. Wird als Gemeinde gemacht, genauso da wird auch schon mit den staatlichen Instanzen zusammen gemacht, aber auch wird noch muss gemacht gehen. Und da will ich auch zurückkommen auf die Gemeinderatssitzung, die wir hatten, weil da waren nämlich schon eine ganze Reihe Sachen gesucht, die respektive auch schon ein paar Perspektiven gestaltet gehen. Demnach ist gesucht gehen, dass die Gemeinde selber schiert hat an höchst 5 bis 6 Millionen. Und dass wir 35 Betriebe an erster Nacht hätten, die vom Heischwasser betroffen waren. Du hast natürlich froh, wie es haut der Bilanz ein Jahr nur dem Heischwasser, wie es für die Gemeinde als Staat erster Nacht, wie es für die Betriebe respektive, wisst ihr auch, gibt es auch ein Bilanz, was privat steht, geht, weil ich weiß nicht genau, wie, mit die Rausbatter Chef der Gemeinderat hat auch Karim von einer Evaluation von der Schiert, die Rausbatter Mompisch als privat steht hat, geschwärzt, ich weiß nicht, ob dir das eventuell auch wisst. Zu den Hilfen, die Gemeinde über den Hilfsfonds ausbezählt, war schon gesagt gehen, dass die Gemeinde aus sich die dritte, an die, am Anfang die letzte Urlaubsstelle als der Tisch, dass die Leute sich aus sich als allererst sollen und ihre Assurance wenden, dass wenn die Assurance nicht anscharchelt oder nicht genug anscharchelt, dass die Leute sich sollen und den Staat wenden, wo er eine ganze Reihe Suche noch deblockiert kaufen für die Leute, die betroffen waren. Und dass die Gemeinde in dem Moment den troisième Recours wäre, wo könnt über den Hilfsfonds, wo ihr wirklich viel Suchen zusammengekommen sind, könnt agieren. Und letztes Jahr war auch schon an der Reunion gesagt, dass zum Beispiel zu Peiting, nach dem Tornado, dass auch das Ausbezahlen von den Hilfen noch ungefähr recht ein Jahr nach der Katastrophe dem Moment kommt, weil eben ein bisschen Zeit braucht, bis Assurance und Staat auch die Hilfen bezahlen. Und da natürlich laut froh, wo sind wir aktuell da drin, sind entre-temps schon so bezahlt gehen oder werden wir da noch auf die Monden, die rankommen, respektive da muss vielleicht auch noch die Gänge oder die anderen Dokumente noch gerichtet gehen, ein Refus von der Assurance oder ein Refus vom Staat, wie ist da den aktuellen Stand? Als DP hat man an der Reunion auch gefragt, dass sollte eine komplette Bestandsabnahme von unseren Heischwassermesuren gemacht gehen und dass man da auch determinieren sollte, was nach Mist gemacht gehen. Demnach wird die Antwort, dass man die Bestandsabnahme unbedingt müsste machen. Da hier ein weiter froh, ob sie da schon gemacht gehen ist, respektive was dabei rauskommt, ist, wenn sie gemacht gehen ist. Aber wir hatten als DP auch geschwärt, dass es wichtig wäre, dass man die schon nachher Bierger auch sensibilisieren. Wir hatten eine Diskussion darüber, dass ganz viele Leute noch kein Heischwasser erlebt haben, weil sie erst dann neu ob erst dann noch geplündert sind und die da komplett überrascht waren. Und der Schäferhut hat dem Moment proposiert, eine Art Heischwasser geht auf Bein zu stellen, weil eine Idee war, die manchmal auch auf viel Anklang am Gemeinderat gestoßen ist, weil das durchaus Sinn macht, für so etwas aufzustellen, für die Leute auch einen gewissen kleinen Utiz zu gehen, für zu so, was muss da machen, wenn das heute geschieht, dass auch gesagt gehen, sollen die Leute sollen sich auch sollen wissen, was sie machen, ist, wenn ein heiger Pegelstand ist oder wenn ein Starkrein ist, wie sollen sie darauf reagieren? Ich meine, das wäre ganz wichtig. Wo sind wir mit dem Projekt Heischwasser geht, haut drin? Die Gemeinde Rösbad Mompisch hat auch eine Bürgerversammlung organisiert, zusammen mit dem Umweltministerium, mit der Wasserverwaltung. Wir werden das nicht auch so etwas high envisagiert gehen oder könnte das noch. Kit, dass das natürlich meiner Meinung nach besser gewesen wäre, weil ich das relativ schnell gemacht hätte, weil es noch an der Kopf von den Leuten war, vielleicht die konkrete Sache. Aber es ist vielleicht noch so etwas en vue, dass noch eine Reunion organisiert wird. Und dann hatten wir als DP und noch die Gring-Fraktion Frage gestellt per rapport zur Energieversorgung. Ich hatte das viel schon gesagt, weil eben just viel steht, noch immer Mazutheizungen haben. Und du hast auch die Frage gestellt, die per rapport zum Gas, weil eben Leute sich vorgestellt haben, soll man direkt auf den Gas rüber gehen oder soll man nach Mazut tun. Und wir hatten natürlich auch gefragt, ob es nicht ever an so einer Situation, wie wir sind, nicht auch nötig wäre, für sich einfach auch auf erneuerbare Energien umzustellen, dass man nicht unbedingt muss bei den fossilen Energien bleiben. Wir hatten auch über dieses Sujet schon eine Reihe Diskussionen
während dem Joam. Ich meine, dass es wichtig ist, die heutigen Diskussionen über die Energieversorgung auch ganz erst danach, aber auch konsequent weiterzuführen. Du gehst also so schnell nicht, wo ihn am Moment drauf setzt. Also das meine noch, dass man du als Stadt erst danach nicht die richtige Decision geholt hat für ein paar Jahre, wie das ein bisschen am Allverfahren decidiert gauf. Aber dass ihn als Gemeinde schon auch unbedingt muss gucken, wie man mit erneuerbaren Energien können führen. Das ist ein Sujet, der mir breit ist, an dem ich vielleicht auch über den heutigen Kader herausdenken diskutieren sollte. Das wären Fragen, die mir hauptsächlich gestellt haben. Ich komme vielleicht noch, wenn ich antworten da sind, noch ob die Jäger und Jana Sachen zurück mich gegen dem Karol dann noch tut weitergehen. Ja, dann merci für die Wort. Karol, so wie man von einem Gewinn sind, also schon ganz weit und Detailer gegangen und hat vieles aus der Nähe geblickt. Wir probieren ein bisschen zu resümieren, was wir eigentlich nur von dem Bilan erwarten, weil auch wir waren überrascht, dass eigentlich den traurigen Anniversär vom Heischwasser für euch nicht der Moment ist, für wie all die anderen Gemeinden das schon gesagt haben, mal ein properer Bilan zu ziehen, so wie wir es viel gewollt hatten. Weil das immer das Hausaufgabe ist immer eins und aber auch die Bürger nachschuldig. Dafür dann diesen Punkt zu summen als Ajout um Ordre du Jour. Wie gesagt, wir haben probiert, eigentlich für ein kleines Konstrukt zu machen, wie können die vier gehen. Und da haben sich für uns ganz evidenterweise fünf Themenbereiche rausgeschält, wo die Frage von der DP natürlich hier Platz drauf fanden. Und zwar das erste, was ganz wichtig fand, was mir ganz wichtig fand, dass wir mal ein Bilanz zu machen über das Krisenmanagement. Wir haben nie darüber geschwärzt, haben wir richtig reagiert, haben wir sehr genug reagiert. Wir mussten, was Fehler gemacht sind, daraus lehren, mussten lehren, daraus gezogen. Weil das hat man enorm Chance, dass man keinen Todeschen hatten. Voilà, da muss ich eigentlich selbstkritisch manchmal gucken, was alles so gelaufen wird, hat sollen laufen. Dann den zweiten Themenblock, das sind die Mesuren. Carol hat es auch geschwärzt. Da geht es weiter nicht drauf an. Du hast dir uns hoffentlich mehr zu zählen. Das heißt, da geht es darum zu gucken, die bestehenden Heischwassermesuren haben sie gegriffen. Aber was steht nur noch an? Die GEO neue Mesuren ausgeschafft, sind dadurch schon, die wir eigentlich auch könnten und die Bürger mal kommunizieren, weil die Bürger dabei freuen sich ja, wie geht es weiter. Den dritten Themenblock, das wären die Finanzen, auch da Carola schon weit an Detail gegangen, da also es für uns sowohl natürlich von der Gérance, wo der Ricky uns schon ein paar Mal aber im Courant gehalten hat, wo sie mal drin mit dem Spendekonto, da sie viel erster nachher Leute und auch nicht erster nachher die Spende gemacht haben, für Privatleute und auch die Betrieber zu helfen, wo sie mal drin sind, da schon Losuren ausbezahlt gehen. Gleich wie Ricky wäre das noch ein bisschen stockend, weil die Monte nicht da waren oder nicht vollständig waren. Wenn ich da denke, ob ich in dem Fall ein Bilanz sehen kann, sehen, das auch all drüben noch bei uns zu kommunizieren, weil die Leute stellen sich froh. Und dann natürlich, wenn ich von Finanzen schwätze, auch die Suchen, die man zu gut tun, von den Ministerien. Ich meine, da waren wir relativ negativ an der Presse in letzter Zeit, weil wir am Anfang auf Ministerien gewiesen haben. Und dann sind aber nur an der Presse geworden, dass aber schon verschiedene Sachen, vielleicht aber schon finanziert, die sind aber nicht auch selbstkritisch gucken, wer das dann durch schief gelaufen. Der vierte Block, die Infrastrukturen, ich meine, das ist evident. Wir müssen gucken, was geschafft wird, dass vieles gemacht wird. Wir müssen über die Sportsaal, Tennis, Klären lernen, ich zähle es nur da lob. Und dann natürlich der Park, der ja auch an den letzten Tagen viel an der Presse war. Wir haben nicht mehr spät wie heute, wird Carol eine Antwort auf eine frohe Parlamentärkredit nur geschossen hat, nachdem wir uns relativ verwundert haben. Ich werde verschiedene Aussagen vom Chef Roth, dass Malo am Park gar nicht mehr geben machen. Ich zitiere, dass er am Gemeinderat gesagt hat. Und an der Question parlamentaire wird aber ganz präzise darauf geantwortet. Oder sie machen auch ein Bilan, was schon alles gemacht hat. Das so, dass von der Sicherheit per rapport zum Bürger alles aber sicher ist. Dass verschiedene Sachen natürlich noch nicht gemacht sind, weil die Autorisationen in Drang gekommen sind. Und dann natürlich auch verschiedene Sachen, die nicht können gemacht werden, weil sie müssen die Etude aufwerten von
der so viel geschwärzt wird, und die soll ja dann lo am Hirscht kommen. Und das bezieht sich ausdrücklich, das könnt ihr an der Réponse parlementaire do nur lesen, dass es sich wirklich just bezieht auf den Aménagement an der Zukunft vom Park und nicht vom Entretien. Da muss man wirklich aber ein bisschen drüber schwätzen. Das heißt, heute soll der generell eigentlich den Punkt auch machen, wie man mit anderen Akteuren ab ein bisschen besser umgehen, am Sinn von erster nach. Dann die Energie, die das für uns eigentlich wollen, wo man muss in Zukunft gucken, und das ganz sicherlich die Hausaufgabe auch hier vom Gemeinderat, für zu gucken, wie es soll weitergehen. Das ist problematisch, wir wissen nicht alle Guten, dass man an dem Hech-Überschwemmungsgebiet nach immer so viele Masutzheizungen haben, viele Leute auch neue Masutzheizungen an neue Heizungen investiert haben. Und da sind wir wirklich von als Gemeinde gefordert, auch Mat und Lesungen zu schaffen, für Alternativen zu finden, wissend, dass dem Putin sein Gas für Eis kein innovativ zufriedenstellend Alternativ natürlich ist. So viele Mal zu Eisenerwartungen von diesem Bilan an mich so und dann schon am Voraus. Merci für die Antworten, auch für hoffentlich eine konstruktive Diskussion von allen Membern, die hier um Tisch sind, dass wir konstruktiv können weiterkommen. Merci. Ja, wäre flott gewesen, wenn wir die dritte Struktur gehabt hätten. Für den Punkt von Bordeaux, ich meine, den dritten Punkt kriegt freudig für den Gemeinderat, können wir gucken, dass man irgendwie freudig und dann haut am Laufe des Tages eine Antwort kriegen, ohne Struktur. Da wäre aus meiner Antwort vielleicht anders strukturiert für eher Dinge. Also ich fange dann einfach an, wie wir hier am Dossier haben. Was da nur belangt von mir insgesamt 524.000 Euro und da einen Rack kriegt, was Ménage privé von Dommagen deklariert und das sind 2.020.000. Du hast vom Ministère de la Famille 680.000 bezahlt, gehen von den Assurances 635.000, sodass nur 40.000 Euro abstehen. Du sind dann 79. Monat, sind rausgekommen, sind aber nach 300, weil sie nicht komplett sind. Komplette, aber nicht encore évalué, pardon. Inkomplett sind der 40 noch, und dann avisé favorablement sind der 22 und Refus sind der 14. Refus für Wert. Et le dossier, parce que la compagnie d'assurance et le ministère de la Famille ont remboursé l'intégralité des dommages. En drei Dossier, parce que les dommages déclarés n'étaient pas éligibles. Was die Unterprise nun belangt, sind da deklariert gehen beim Minister 1.046.000 Euro. Von Subsidie vom Minister der Ökonomie 67.000 Euro, dann von der Assurance 54.000 Euro, und da haben wir Avancen von 2.000 Euro bezahlt. Das ist auch nach 13 der Monate waren bis low, und nach 13 nach 4, inkomplett sind der 8, und avisé favorable just recht eng. Wir sitzen zusammen mit dem Chefrat von Russland Montpellier. Wir hatten zusammen decidiert, für eine Pressekonferenz am Hirsch zu machen, im September, für genau den dritten Punkt zu machen, wo man Leute ganz genau informieren, weil eben das Dossier noch nicht komplett sind, weil wir noch nicht konnten zurückbezahlen. Wir wollten aber los und dafür haben wir verlängert und einen dritten Appell und Privatleute, sowohl Russland Montpellier wie Hirsch nachgemacht, dass die Wandschrift soll rangehen bis 9. August. Und dann, dass man dann eben am Hirschlo bis 80% von den Suchen ausbezahlen, dass man 20% zurückhält, wenn dann noch irgendwie Retardatäre kommen, dass man mit 80% sind wir als Einzige, weil wir parallel mit Russland-Montpellier das wollten machen. Und dann eben am September die Pressekonferenz, wo wir das dort alles dann informieren. Das ist das von den Privatleuten, von den Firmen, was lo die Rechnung von der Gemeinde. Wir haben bis lo 300 Rechnungen am Wert von 4,3 Millionen in den Minister geschickt. Und das die erste Rechnung am 24. November, dann den 26. Dezember, und dann den 4. April und dann den 30. des 5. Wir haben von der Assurance als Gemeinde 2,1 Millionen gekriegt. Das war global, das war nicht ob ein Objekt. Weil wir so viele verschiedene sind, und da haben wir eine Negotiation
mit der Assurance kommen 2,1 Millionen, das sind alle guten, und sie hier ein Teil durchgemacht. Die letzte Monat hat mir den 30. Mai rausgeschickt. Und müssen aber bei den Rechnungen auch Devien, also Devien, dass man Devien am Wert von 11 Millionen Euro haben. Okay, da man die Süden nicht ausgeben, wo wir Kommande gemacht haben. Und da kommt man aber erst den 16. Juni, das war die ersten Dinge vom Ministerium gelernt, ja. Das ist das richtig gesehen. Ich muss das gesehen, ich kann nur gucken, schon mal so viele Noten geholt. Wir hatten eine Reunion mit Kontroll finanziell vom Ministerium des Landes. Und da hatte ich nämlich gesagt, und da hatten sie gesagt, dass das also Budget nicht ganz gut gewesen ist. Ich habe erklärt, aber eben die ganze Ausgabe, was den Hochwasserschutz anbelangt, auch am Budget rausstehen haben. Ne? Und wir haben aber keinen Rand drauf, dann sagt man nicht wissen, was wir kriegen. Also, das wäre nicht schlecht, wenn wir etwas rumkriegen. Und darauf sind die Woche drauf, hat dann eben vom Service finanziell sich gemeldet. Und wir haben dann gesagt, dass wir kein Devien hätten bei der Rechnungen. Also das war die Devien, das war direkt um Hochwasser. Und wir den ersten besten Handwerksmann geholt, den irgendwie konnte etwas reparieren, für schnelle Reparaturen zu machen. Da haben wir effektiv kein Devien gefragt. Und dann hatte ich eine Reunion am Ministerium der Leute, wo ich dann auch den Minister gesehen habe. Und da hatte ich auch darüber geschwärzt. Ich habe gesagt, hey, ich habe eine Remark, dass man kein Devien hat. Also das ist ein Katastrophenfall, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Da haben wir wirklich verschiedene Aufträge einfach rausgehen. Da hat man effektiv keine Devien gemacht, das ist richtig. Ja, aber das wäre aber wichtig, sonst finde ich zum Kontrollfinanzier, weil Rösburg-Mompisch hat das schon auch gemacht. Und dann hat man die Reunion mit dem Chef von Rösburg-Mompisch gesagt, wo die Devien? Nein, wir hatten noch keine Devien dabei. Und das fand ich aber wirklich ein bisschen komisch. Boah. Lange Rede, kurzer Sinn, da muss ich mir als Chefrat eine Deliberation holen, dass wir für verschiedene Rechnungen keine Devien geholt haben und dann ist das dabei. Das ist so, wie es gelernt war. Ich war just, was die Presse überlangt, ich habe einfach gefragt, die Presse hat mich kontaktiert. Wir sind uns kontaktiert, da können wir nicht die Bilder erzählen. Ich habe doch so gesagt, was hat er da bislang von finanzieller Unterstützung gekriegt? So, bis lohnt auch nicht. Du hast natürlich nicht falsch gesagt, weil wir haben tatsächlich bis lohnt nicht geht. Kit, dass vielleicht die eine oder andere Rechnung nicht an der Reihe oder etwas gefehlt hat, mit, von den 300 Rechnungen wären aber ganz richtig, die aber ganz an der Reihe wären. Für was wert, du bist die allerletzte Rechnung, das verstehe ich nicht, boah, das ist so wie das. Ich habe gesagt, und das ist ein bisschen vermixt geht, ich habe nicht gesagt, dass mir kein Hilfe geht. Ich habe gesagt, ich hätte mir erwartet, vom Ministerium der Landwirtschaft, weil das Ministerium der Landwirtschaft für die Gemeinde zuständig ist. Das Ministerium der Familie ist für die Privatheit zuständig, das Ministerium der Ökonomie ist für die Geschäftszeit zuständig, das Ministerium der Landwirtschaft ist zuständig für die Gemeinde. Das Volle Financier, das ist eine Sache, ich habe mir echt erwartet, dass wir administrativ eine Unterstützung gehabt hätten. Da hätte das Ministerium der Landwirtschaft eine Koordinationsarbeit machen können. Weil auch da kann ich mit dem Buffer-Ding ein bisschen privat, also privat, ich habe es gesehen und persönlich, wie gesagt, das ausziehen. Also, wir haben immens viele Probleme, was Genehmigungen anbelangt. Und wir kommen da nicht wirklich gut vor. Und da hatte ich mir echt, das wäre einfach, das nicht so an der Presse gesagt, das hätte ich mir auch wert, von denen auch nicht nur finanziell, sondern auch eine administrative Unterstützung da gekriegt hat. Nie mehr, nie plus. Natürlich sind ganz rich Gemeinden, die das nicht gebraucht, weil sie auch nicht ganz viel Schiert hatten. Aber die Schiert, die wir hatten, dann noch aus Mompisch, die sind so enorm und als Verwaltung so belastet, sowohl die Servicetechnik wie auch das Sekretariat, dass eine administrative Unterstützung an dem dritten Dossier sicherlich geholfen gehabt hat. Und dabei habe ich auch die Hand ausgestreckt und gesagt, wir kommen mit den administrativen Demarchen relativ schlecht weiter. Das ist nicht geschehen, das habe ich gesagt, du musst ihn das gut fanden oder nicht gut fanden. Das ist dort so. Dann komme ich aber noch zu den technischen Sachen, weil das ist die finanziellen Sachen. Da sind aber ganz kurz Sachen noch richtig geschieht. Also, wir haben also direkt nur Hochwasser von allen guten Kanalisationen zu gespult gehen und auch mal, zum Teil mit der Kamera bevorgehen.
Klären nach wird immer noch mit Maschinen zu kämpfen, die durch Wasser ausfallen. Also da haben wir zwar direkt ein Zuso gekriegt vom Ministerium für Environnement, direkt den Monat 2,1 Millionen, wir hatten für 2,3 Millionen Schuhe, dann das zum ganz großen Teil direkt Zuso, das da kriegt er überholt, das muss ich sagen, das hat ganz schnell geklappt. Wir müssen natürlich noch nicht alles ersetzt, und da sind einfach an verschiedenen Wasser als das rasch an Elektrik, und im Moment laufen die Erbesten, das sind immer noch, also bis das alles so sagt, dass das dauert noch ein bisschen Zeit. Der Bypass Benediktinerstraße von Alphaberg, da gibt es ein Problem mit der Dichtigkeit, und das hat man auch effektiv auch ein Problem, ich war selber zur Platz, dass da immer so pulsierenden Aufluss gegangen ist, dass die Pummel ausgefasst, du hast quasi ein bisschen ganz nüchtern, das war von Dönzes auf Mittwochs, ja, das war wie die Bache kommen, von Dönzes auf Mittwochs, quasi ganz nötig, die von neuen Leuten, die für immer im Anschalt, weil die immer rausgefallen ist. Gott sei Dank, irgendwie haben wir da am Griff gehabt, weil effektiv Benediktinerstraße war quasi die Einzige, die letztendlich nicht überschwemmt ging als mehr. Wir mussten aber da runter schaffen, weil du hast aber, das aber den Rüpp an der Benediktinerstraße als problematisch. Generell verschiedene Punkte noch gewesen, dass die Kombination mit der Überschwemmung an Kondensation stark Auflagerungen sammeln, hier muss wohl mittags gespult gehen. Ich muss auch relativ viele Dinge, zum Beispiel gesehen, auflaufen, da muss man vielleicht mehr oft spulen. Was den Strom belangt, sind natürlich ganz gut Trafoskabinen außer Betrieb gesagt, gehen durch Kreos. Mit verschiedenen Hummer kann Lomi Heisch gesagt, wir sind nicht alle gut, die Heisch sind. Das sind verschiedene, je nachdem, wie ein Heischwasser kommt, die mussten ausgeschaltet von der Kreis, weil sie einfach nicht aus dem Wasser rausbleiben. Bergen am See, weil es für einen lauter Bergen am Lauf vom See und die immens viel Sanddepot gerollt, ganz viele Massen rausgeholt haben. Dabei ist für allem der kanalisierte Teil von der Lauterbacher Berg nicht gut proper zu machen, aber auch beim Parking Benediktiner an der Eiferberg ist viel Sand rausgeholt, weil der Wehr an der Wasserbilderstraße lang übergelaufen ist. Ne? Das wäre also auch leicht in der Spult gehen, das muss nach Behörde gehen. Das ist aber kein Dreckgefahr. Um Parking um See bis oben in EBC muss nach ein kreatives Geröll rausgeholt gehen und die ganze Situation mit der RGE zusammen über Plank gehen, mit einem Sandgeröllfang. Das ist zu heute Menschen eine Erinnerung sowieso gewesen. Desberg wurde komplett zerstört und den Tom hat soweit alles befestigt. So, die Straßen. Der WLAN bei der Österreicher Berg am Verweihers von der Brick bis hinten beim Camping frisch gemacht. Und der hat gesehen, da war schon ganze Makadam an der Wäsche gespült gehen, weil da ein Teil von Makadam nicht mehr war. Verschiedene Durchschläfe sind geputzt gehen, so frisch gemacht gehen, und sind noch an Umplanung. Ich muss auch passen, dass ich so, verschiedene Plätze müssen auf an Ablösung von Container, Makadam, Boden ersetzt gehen. An verschiedene Felder, Phosphäre wurden ausgespült und sie gefleckt gehen. Nur die Gebäude. Dann ließ vom Schutt und Heischwasser mit der Assurance am Expert vom Büro Wies, das haben wir so gemerkt, so weit komplett durch. Die Visite von sämtlichen Gebäude mit Erklärung mit den einzelnen Schirts. Das habe ich als Arbeitsschuh dazu gefeiert, dass das Assurance kommt, ein Teil vom Schuh, die wollen, hatte ich gesagt, die 2,1 Millionen. So, was Ecole Prescolaire anbelangt, sind wir bei 95% von den Arbeitsstunden, die ich Raum der Botze von der Spielschulanalyse mit Luxkontrolle ein Polygon für die Schuhe zu definieren, Lesung sichern, alternativ, provisorisch Spielschuh planen, man macht den Takt, Standort festlegen, Anlaturen, Detailplanung und so weiter, das haben wir gemerkt. Ecole Fondamental, die ist schon en cours, Entkernung vom ganzen ersten Stock, wenn es zum Schimmel, Analyse mit Luxkontrolle, Aufschotten vom innersten Stock zum Rietzgebäude und viergezogene Planung von Desamiantage und Demolition von sowohl von der Sportsaal wie auch von der Schwemm. Bon, Sportsaal provisoire en cours, da haben wir schon Planung von RPS mit direkter Exekutionsplan, beim Büro Chez d'Associé, Detailplanung mit Neptunus, die wäre eine Planung en cours, die Route für die bekannt sind, aber wir müssen ein Emplacement wechseln. Dann zusätzliche Infrastrukturen gehen wir am Brill gebraucht, du musst elektrisch Wasserkanal. Da haben wir Reunionen mit INRA, mit INPA, mit CG10, Umplanung von den Normanturen, berühmte Footballsterra,
An der Start von Terrassement habe ich nur im Congé Kollektiv vom August des Jahres gemacht. Da könnte man dort nicht hinkommen. Die Kon Fundamental Campus an Kur, Raum der Botzen um Heichwasser, ja, das hatte ich schon. Dann ich hole provisoire Artikel 2. Das sind die Container, die wir bei der Lehre haben. Dann Sportsaal vom Campus en cours. Da hat man eine Missnupassung gemacht zum neuen HQ 100. An der NPS hat man, NPD war dann zu sollte man sich halt stimmen, als weit über den Preis vom APS muss. Dazu kann sie können nicht machen. So, und da denke, muss neu geplant gehen und da muss man mit einem neuen APD hinkommen. Footballsterra als en Kurs zu 70%. Das heißt, du mal putzen den Raum auf dem Heichwasser, inzwischen vom Material. Durch Heichwasser sind falschen Punkten direkt betroffen. Gehen Planung, neuen Abbau en vue, dass das sensible Material aus dem Keller rauskommt. Das Heizung, Steuerung von T-Bahn nach. Planung, neuen Umbau vom Techniklokal als Stockerschrauben für den Club. Planung vom Reso, Wasserkanal, elektrisch Post an. Planung, Kontrollachse, müssen umgeändert gehen. Dann den Tennis-Terrain. Clubhaus und Festzentrum sind nur zu 100% fertig. Da hat man Mauerverkleidung neu gemacht, alles verspachtelt, Lustrach, sanitär neu gemacht, Dieren, Zangen, Maschinen vom Terrain-Atelier geguckt und kontrolliert. Den Terrain selber als geräumt, Geburtsklotte demontiert, den zwischen Terrain analysiert, Innenbau als Matrinas funktioniert nach der Analyse. All das Kadaster muss man machen, dann ein Rendezvous mit Inra auf der Platz für Derbischen aufzuklären, sämtliche Versorgungsleitungen geprägt, wasserelektrische Steuerung von den Beriesungsanlagen, Notbau vom Terrasse geplant, das sind direkte Summen habe ich vom Tennisclub, Wasserversorgung für die Netze, mit allen Quellinbergen ist hergestellt an Trinkwasser und dann hoffen wir, dass wir am Laufe des nächsten Monats den Terrasse können in Betrieb holen, natürlich nicht mehr mit dem Tennisclub. Ja, Sportsaal an Piscine, wie gesagt, das hatte ich gesagt, das muss man aufrappen, dass das soweit an der Erbest an noch den Hiehof, also auch zu 100% alles gemacht, ich gehe dann an den Details. So, das sind alles so als Gebäude, da könnt dann die ganze andere wollen die Heichwasserstruktur am Moos nehmen. Also direkt erkennen Sie ein Ereignis beim Heichwasser, Mobilpumpen haben, bei dem langen Ersatz gelittener sind an einer Revision gewischt. Schiebrunnen auf den verschiedenen Kanalisationen sind so umgebaut, dass sie auch bei hohem Wasser dann rum abgedreht kann, für das Wasser auflaufen. Das war ein bisschen ein Problem, dass wenn das Wasser irgendein Ding ist, dass man nicht konnte hineingehen, dann das konnte man sie nicht abmachen, für das Wasser rausgelaufen ist. Das geht nur umgeändert. Da habe ich den Kindern sensibilisiert am Umgang mit den Schutzelementen, recht dann raushüllen, auch für kein Wasser mit der Hand direkt, das, also wie gesagt, Mauer. Und sie hatten immer probieren, die mobilen Dinger wegzuhüllen, aber das Wasser direkt so, der muss, das ist immens gefährlich. Was stark rein, ob Bergen und Sauerheichwasser ob nicht kommen, als die Aufgabe, Bahn nicht mehr zu bewältigen. Das war die Situation, die wir noch hatten. Ich meine, wir gehen lang mit den Bergen gehen wir eins oder lang mit Heichwasser von der Sauer. Die zwei waren schon da zusammengekommen. Das war extrem schwierig. Wir haben nur fast gerade bei verschiedenen Sachen lassen, nach Giffen ausschärfen. Es gibt verschiedene Sachen gekauft, die so bei einer Katastrophe besseren Schutz von Leuten an der Umwelt sichern. Luchten, Aggregat, Pumpen, Aufsperrblosen für den Kanal. Ein kleines Boot, auch wenn am Flachwasser funktioniert. Für auch am Kanal von der Lauterbacher Berg schaffen zu können, notfalls Sachen und Leute zu evakuieren. Das schaffen wir nur an. Dann Heichwasser-Pumpelstation auf der Gär. Also im Prinzip von der Station aufgrund von den Erkenntnissen vom Juli 21 komplett umgeplant gehen. Für auch bei einer Überschwemmung von der Mauer, da das schon was das geschehen ist, mehr länger Betrieb zu bleiben. So kommen da Pumpeln, die auch am Wasser weiter funktionieren und wird dann am Parking heiß genug Generator sind, für auch am Ausland, wenn die Pumpe wenn drauf ausfällt, dass dann trotzdem genug funktionieren. Auch Pumpweg bei Benediktinerstraße, Misstechnik und auch die ein oder andere Programmation aufgrund von Erkenntnissen aus 21 Uhr gepasst gehen, sonst wird die Station die Aufgabe aber erfüllt. Und dann die geplante Station an Rue du Pont ist gerade an der Planung, da sollen wir auch noch Rüppi kriegen, ne? Das ist die letzte Rückdann und noch die entsprechende Erkenntnisse umgesetzt. So, los, dann habe ich es fest,
ganz wichtig ist zu so der Darstufung vom Hechwasser von vom Juli 21 zu dem alle respektiv statischen Ergebnis. Die letzten richtig Hechwasser das war 2013. Und das Kokast bei der Sache ist, dass der Pegelstand Bollendorf letztes Jahr 17 cm mehr tief war wie 2013. Trotzdem ist das Jahr auch über die Mauer gelaufen. Ich meine insgesamt, dass 13 cm an 2013, wie gesagt, war der Pegel Bollendorf 17 cm mehr hoch, aber er ist eine Mauer auf der Gär 13 cm unter der Mauer. Das ist ein Delta von 30 cm. Und das ist extrem schwierig. Du musst mal so gucken, dass der Pegel, den wir gewinnt waren, hilft das nicht wirklich. Du musst mal umdenken. Und da sind so verschiedene Überlegungen, die dabei kommen, respektive, was wir auch festgestellt haben. Aber die Analysen sind noch nicht alle fertig. Da sind wir mit der AG umgegangen, dass du im Detail zu gucken, was heißt das dort. Den Wasserniveau bei der Kläre nach 70 cm mehr hoch war, wie das Wasserniveau auf der Gär. Das heißt, du hast das Wasser, was zu Münnen, Prüm, Ragela, was zu zurückgedreht, sauer ab. Das ist, wenn du Rick-Dinge kriegst, das ist, wenn du das Klärer, das ist komplett fort. Und das sind Erkenntnisse, das ist so gut, dass man das wissen. Aber du musst mal gucken, wie geht man damit um. Das ist eventuell, da sind wir gesagt, mit der AG umgegangen, nur mal zu gucken, weil was da dort nicht ist, wie man in Zukunft damit umgeht. Das ist eine entsprechende Anpassung von der Statistikwert, die nur aufgrund von diesen Ereignissen nicht beginnt. Aber es war eine Tendenz, die Anpassung von HQ 100 von 2019 rund 34 cm wohl bestätigt. Das sind Sachen, wie gesagt, das tun wir mal raus von der Materie. Und dann muss man gucken, wie man damit umgehen. Das ist aktualisiert, Aktualisierung von der Maßnahmen von Seite vom Technischen Service von der Gemeinde. Was machen wir da? Aktionen über verschiedene Hechte, Pegel, Bollendorf gehen eventuell gepasst. Ich muss gucken, was heißt Pegel, Bollendorf, was heißt das heute zuerst danach. Und da muss man dementsprechend auch Informationen mit Pegel gehen. Das ist erstens nicht aufgeschlossen. Aktionen gehen dem aktuellen Stand vom Riesen angepasst, vor allem auf der Gär, hat sich recht viel verändert. Und das hat auch gefreut an der Reunion mit dem Innenminister, dass wir ganz gerne Pegel zuerst noch hätten, die noch auslesbar ist, weil das ist mehr präzis wie die von Bollendorf. Und da können wir so, den dritten Pegel zuerst noch bedeutet, dass die und die Straße eventuell nass geht oder nicht nass geht. Ja, und dann den Luc Schmidt aus dem Gang ein Erbisch zu machen, dann jeden die schafft insgesamt den Krisenplan. Wen ist zuständig, wann selbst geschieht. So, dann Maßnahmenplan für die Publik. Hier sollen Informationen gehen, welche Pegel, welche potenziell Gefahr, Risiko hat, für verschiedene Mäuse an der Wehr zu leben. Raumen von Autoren, Kellern oder sogar Personen. Online-Kommunikation mit den verschiedenen Szenarien, mit den potenziellen betroffenen Partien der Straßen. Für das besser aufzuschätzen zu können, geben wir genau Simulationen von den Fachbüros durchgeführt, die sind umgangen, die immer in Auftrag gehen, aus denen sich die folgenden Informationsszenarien aufladen. Erstens, Karte mit den Durchstellungen, die der Verschwemmungen mit den kleinen Hechendifferenzen wie bis los. Das waren immer relativ große Hechendifferenzen und da sind aber ein paar Zentimeter machen, wenn man ganz viel aus. Durchstellung vom Wasserstand anhand von verschiedenen Szenarien. Erstens, Wasserstand, das ist auch extrem wichtig, den Unterschied. Der Wasserstand nach innen der Mauer und alles funktioniert, kein Hechwasser in den Bergen. Das ist schon der Normalzustand. Oder dann haben wir den Wasserstand. Innen der Mauer, alles funktioniert an Hechwasser aus den Bergen. Das ist, wenn man just Hechwasser von den Bergen hat, als ein anderes Szenario. Oder der Wasserstand innen der Mauer, an den verschiedenen Gebieten fallen Pumpen aus. Oder der Wasserstand geht über die Mauer, da wissen wir, was geschieht, da haben wir keine Chance mehr. Dann läuft erst noch wie ein Bitte voll.
So, und dann haben wir eben, was auch schon gesagt ging, dass dann Berodung vom Publik in Bezug auf privaten Objektschutz. Nicht alle Haus kann geschützt gehen, das muss man wissen. Je nachdem, wie das Szenario aufhält, antritt, kannst du nicht bei allen Haus schützen. Aber vor allem nicht bis auf alle Niveau. Gefahr vom Bau, das steht an, da sucht auch die Risiko, von, je nachdem, wie dicht, dass du ein Haus musst, da riskiert, dass dein Haus, wenn es ein Küf-Etage ist, dass dein Haus irgendwann von den Dingen zu groß ist, dass entweder der Boden rumträgt oder wirklich das Haus abschwimmt. Das sind auch statische Maßnahmen. Wenn zu viel Druck hast, dann ist es besser, das Haus zu fluten, wie das Wasser versucht, modikus rauszuhalten. Das ist auch eine Überlegung, da muss ich gucken, was ich wo kann machen. Es kann nicht mehr ein direkter Schutz für die Gebäude gehen. Es wird die Berodung an der nächsten Linie betroffen, Straße gehen, Fachbüro subventioniert, das überhole mir. Mit eventuell zusätzlichen Statiker. Und dann, das ist die Analyse von uns, wir haben da auch mal ein Büro einen Plan ausgeschafft, dass sie selbst nicht auch rausbar tut, dass wir die Leute dort offerieren. Das werden wir auch dann auf der Pressekonferenz da so. Die Leute, die das wollen machen, dass sie sollen die Analyse machen, die wir finanzieren. Und Maßnahmen müssen sie dann aber zum Teil beziehen, durch den Teil von staatlicher Seite subventionieren. Wir haben zumindest die Analyse mal von uns bezogen. Dann natürlich ein Informationsblatt machen, eine Internetseite und dann natürlich eine Bürgerversammlung, wo man Informationen, wo man all die Informationen alle gut nimmt. Der Fakt ist, dass man das bis heute noch nicht alles fertig hatten. Und vielleicht an einem anderen müsste frei, auch wenn nur jemand hier ist, für schon eine Bücherversammlung zu machen, weil es nicht alle gute Informationen ist. Ja, ich habe viel gespart, ich weiß nicht, ob ich alles gerne vertun. Also, das könnte noch. Also, wir sind im Schaffen, wir haben ganz viele Sachen schon gemacht, dass das richtig gesucht gehen, dass nicht alles. Aufgeschlossen mit ja. Wir machen, was wir können. Mit den Leuten, die wir haben. Ja. Ich so, merci für den ganzen Roundup, den du gemacht hast. Ich, also, geht das, dass du siehst, schon die heutigen Exerzisse kann ich ja auch mir oft machen. Mir persönlich fand, dass das wichtig war, für das heutige Lot zu machen. Gerade weil auch, auch von der Umweltverwaltung als auch kommuniziert gehen, ein Jahr danach, was das geschieht, was machen wir, das geschweigt gibt von einer Applikation, die auch soll grenzüberschreitend funktionieren, was ja auch etwas, was uns als Stadier schon noch interessiert. Und du willst da und dann noch so ein Gemeinde Großbadbomben bestehen, dann am Vierfeld von der gemeinsamen Kommunikation dann aber auch schon eine eigene Kommunikation gemacht hat. Manchmal ist das heute nur für die konzerniert, privat steht, aber Betriebe aber auch nicht unwichtig, für zu wissen, wie geht es weiter. Ich habe vielleicht währenddem, dass die Erklärungen gehen, ist noch ein paar Detailfragen abgeschrieben, die Fragen, die ich gestellt habe, für die Runde, die sind aus sich, weil alle guten Mat kuvriert, bei dem Hilfsfonds. Du hast im Moment gesagt, dass ungedurcht wäre, für 80% Lot auszubezahlen, der Tisch, dass in sich quasi ein Mog von 20% gefallen, weil es nach Novoje gekommen ist. Hier steht, dass man da so viel gehen, dass man am Anfang alle guten Demanden zusammen konsiderieren und dann auch quasi eine Verdelung machen, ob die Leute, die 80% verdelen, auch proportional die Leute, die am Fonds Demand gemacht haben, weil du kannst ja aus sich nicht, höchstwahrscheinlich auch nicht über den Fonds, die Leute jeweils 100% von ihrem Schuld bezahlen. Mhm. Das ist ja aber wahrscheinlich ein Montant, der viel mehr höher ist, der totale Schuld, das ist, dass du wahrscheinlich hier gehst und du gehst hier proportionell ein ähnliches Montant für diese Egalität zu behandeln. Genau, also ich, verstehe es. Also für uns für ein gemeinsames Komitee mit der Gemeinde Rösermampisch, wo wir auch den Office Sozial dran haben. Und das habe ich nicht gesagt, aber das die ganze Überlegung dran hat. Weil neben den Hilfen, die dem Minister ausbezahlt oder wo die Assurance bezahlt wird, wird auch den Office Sozial verschiedene Sachen überholen. Aber da nicht ein Triple-Finanzement zu riskieren, und wir dann auch Repräsentanten vom Office Sozial, die da sind, die das wirklich du bist gedehren hat, du haben schon dann und das müssen ausbezahlen, weil sie einfach miseriert werden. Das sind Informationen, die in der ganzen Dossier mehr komplex, mehr aber auch mehr
komplett machen. Fakt ist, dass wirklich Tauschen von den Demanden nicht komplett sind und dass wir wirklich innerhalb von verschiedenen Wochen ein paar Appelle geschickt haben. Also wir sehen uns alle Monate und das seit 12 Wochen, also 12 Monate, pardon. Das heißt, wir haben 12 Mal gesehen an dem Komitee, für das wir wirklich die Demanden, die aber komplett sind, dass wir die können ausbezahlen. Das ist ungefähr 1000 gewirkt, dann haben wir schon 40.000 Euro an Akkontischer bezahlt, dass wir kleine Gest könnte machen. 80% gehen aber von Gesamtdüppen geholt. Und das ist also nie für dich gesagt, dass Leute bis den 1. August Zeit hätten, für den Mann zu machen, aber das bis den 31. August, wo sie Zeit haben, für das wir am Hirsch einfach können aufhängen. Weil die so ein Gehirn ist, nicht, die sind da, sie sind bereit für erst bezahlt zu gehen, und wir wollten aber wirklich 80% von den Söhnen aber holen, für den Leute das schon mal ausbezahlen. Was auch wichtig ist, so ist, dass wir auch verschiedene Betriebe haben. Das wird die Situation in Tresor-Mont zum Beispiel nicht, sie haben eigentlich keinen Eigendemand von Betrieben. Auch gut, dass eben, weil sie auch nicht viel hatten, die da betroffen waren. Wir hatten aber Beamten vom Ministerium der Ökonomie heute zuerst noch, oder besser gesagt an dem Komitee, die uns ein bisschen abgeklärt haben. Die allermeisten Betriebe können ein Demand durchrechnen, und sie gibt bald 100% wirklich finanziell unterstützt. Für dich mal zu 50% und dann nur den nächsten noch ein paar 50%. Das heißt, die Hälfte, die sie da bei dem Ministerium kriegen, ist enorm. Dafür werden die meisten Demanden auch da ausfallen, sodass man mehr Sput tun, für den Privatleute können zu helfen. Weil da war zum Beispiel nicht durch Randfeld, zum Beispiel ein Optik oder ein Praxis, die zum Beispiel nicht an den Kriterien fällt, die können wir natürlich helfen, und das werden wir auch machen. Mit das bisschen, für das bisschen zu kompetieren. Und für das denke ich, Frühzentren, also wir holen uns ein Vorfeh, die wir auch mit den Kollegen aus dem Ministerium ausgerechnet tun, so wie können wir ein gerechtes Vorfeh ausdenken, für aber trotzdem ganz viel zu helfen. Das heißt, wenn ein Delta, also ich soll mal dort die Assurance wird so viel ausbezahlt und der Ministerium so viel, dann haben wir einen gemeinsamen Delta für wirklich so gerecht wie möglich darin umzugehen. Das wird nur, aber Gott sei Dank, noch mehr aufhängen und dann probieren wir dann 3 Sitzungen zu machen innerhalb von 2-3 Wochen, dass wir wirklich am Hirsch da mit dem Ganzen fertig sind. Aber kann auch sein, dass der Lohr am September ist, denn der Dossier komplett ist und dann haben wir die 20%, wie wir können zu reagieren. Merci für das Präzisionen, die natürlich auch für die Leute da wichtig sind, par rapport zum Suivi von ihren Dossier, dass sie wissen, okay, sie können vielleicht schon einen Account kreieren, aber sie können dann aber bis Ende des Jahres ungefähr damit rechnen, dass ihr Dossier dann noch kann aufgeschlossen gehen, auf dem dritten Rekurs auf Niveau von der Gemeinde. Aber die zweite Sache, just eine Reaktion par rapport zu den Staatshilfen, denn Dossier im Interieur ist ja nicht aufgeschlossen. Ich ging nicht gut fanden, wenn man irgendwie die kleinen Streitereien da bis zu Fähigkeiten ad acta lehren, aber wenn man vielleicht einfach ein Weh da zusammenfindet, um zu gucken, wie geht da weiter. Ich meine, den einen auf der engen Seite, ich denke, ausgehen, und den anderen auf der anderen Seite. So die administrative Hölle, ich weiß nicht, wenn man das vielleicht schon mich frei gefragt hat, hätten sie vielleicht auch schon keine kriegen. Ich glaube, dass es administrativ immens kompliziert war, an uns für das Ganze auch anzuschicken, natürlich müssen wir schnell reagieren. Aber das wird natürlich für uns als Gemeinde wichtig, dass man das, und da denke ich auch an unsere finanzielle Situation, dass wir aber auch von der Hilfe, die wir da versprochen kriegen, auch können profitieren. Weil in Averhut müssten die von Tasch greifen, auch als Gemeinde, für die Schäden, die da waren, auch zu reparieren. Und dafür ist es der Menge auch wichtig, dass ein Dollar mehr zusammenfindet, für das das aber dann geschwind ausbezahlt gehen, für das noch klar ist, was noch fehlt oder was noch unbedingt muss, nur gerecht gehen. Das ist eine Reaktion. Dann noch ein paar Fragen par rapport zu den Maßnahmen, die geholt werden, respektive was gesagt wird. Yves, du hast gesagt, dass Bären, dass du den Sand rausgeholt gehen hast. Muss nach rausgeholt gehen. Okay. Als das nicht so gut eine Maßnahme, die ihn eigentlich als Stadt ist, dann auch sich regelmäßig misst viel gesehen, weil sich aber auch generell immer viel Sand sammelt. Als das etwas, was ich kann, auch koordinieren als Stadt ist, dann auch, weil zum Beispiel beim See, wo ich nicht konkret gesagt
Da sammelt sich relativ häufig ganz viel Sand. Aber wenn man dann in eine Situation kommt, mit stark rein, dann ist der Sand aber irgendwo auch mal zuständig, dass er zu Stau kommt oder dass in dem Moment dann zu viel Sand da ist. Kann ihn da nicht präventiv sonst mal auch eine Art Plan absetzen, dass ihn regelmäßig die Bächen entsandt? Ja, das dürfen wir nicht. Ich meine, das, also, lange nicht. Also, das immer in einem Aufspruch mit AG. AG ist zuständig für die Bächen. Natürlich können wir, muss man auch Martine machen. Ne? Und sie machen dann durch den Plan und sie so, was wir können machen, nicht machen. Der Rest machen sie selber. Ne? Wir sind natürlich immer da vorne. Und wie gesagt, das ist nicht lang kommunal. Das ist ganz viel von der staatlichen Verwaltung hier. Okay, das eine zieht die Bächen und dann das Zauber. Und du, wo wir intern noch immer froh, ob Zauber nicht auch meist ausgegraben gehen, respektive ob das nicht auch eine Mesur wäre, die kein Gehol gehen. Ich meine, dass das selbst, was er diskutiert hat, auch an der Versammlung, die er hat, als du dabei lo, konkret etwas noch gesucht gehen oder generell auch, wenn ich bei der Zauber sind. Du hast vom Pegel geschwärt, du hast auch von der Mauer geschwärt. Wie ist es mit Retentionsflaschen für und erst danach, für wann die Situation, also wann die Situation die ist, dass am Anfang mal das Problem haben, dass man bei ganz schlimmem Heischwasser auch einen Druck von der Prüm quasi noch kriegen, ob es dann nicht Sinn macht, dass für und erst danach irgendwo noch eine Retentionsflasche ist, als das etwas diskutiert ging als mit der Verwaltung. Ja, klar, das ist ein bisschen komplex, wieso. Auch Dauer auspacken, das ist nicht eine kommunale Decision, das ist nicht mehr ein Aufspruch mit staatlichen Instanzen möglich, wobei da die Begeisterung nicht so groß ist, wie das dort zu machen. Aber insgesamt haben wir schon mit der Umweltverwaltung, sitzen wir heute mal generell die ganze Situation von der Sauerlandsche Park, Martinen zusammen, die wir gucken, dann noch da. Die Flut ist noch ziemlich naturbelos und es sind ein paar Sinn an der Vergangenheit geschieht, dass man da verschiedene Kanäle, verschiedene Reihen waschen und eine komplette Situation machen. Dann ist an der Planung von staatlichen Instanzen, die man natürlich, wo wir froh darüber sind. Retention, das zum Teil als richtig ganz klar, aber das geht nicht für nicht nach der. Das, ich meine, das tut sich vielleicht auch an Zauber. Und wenn man Retention schwätzen, dann muss man das als nationales Projekt sehen. Also das ist ganz klar so. Und da muss auf viele Plätzen, so viel wie möglich, ich meine, dass viel versichert gehen an den letzten Jahren. Und da muss generell überall am ganzen Land, nicht nehmen am Land, da muss man über die deutsche Seite, weil ich meine, es sind auch ganze Kopfbächen aus Rheinland-Pfalz, die auch sowohl an Tour wie an Sauer laufen. Und da muss das übergreifen und ganz, ganz großflächig durchgehen. Und das muss gemacht werden. Du hast ein Umdenken da. Aber das sind Maßnahmen, die sich über Jahrzehnten werden zeigen. Ich meine, was wir nur in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht haben, das zu korrigieren, das geht so schnell nicht. Also doch eine Retention lang für und nicht nach, das bringt an dieser Situation nicht mehr, weil Kümmel von ganz vielen Mösseren in einem ganz großen Bereich, das kann durchaus verschiedene Spitzen auffedern. Selbst so. Ja, ich kann vielleicht eine Explikation geben zu den Retentionen. Überhalb von Jeschen nach, da war da schon mir eine lange Zeit drin, für dann zu gucken, für Terrain dort zu fanden. Da war noch Terrain vom Spidol, die am Gespräch waren, wo da sollte Boden fortgeholt gehen und dadurch dann mehr Retentionsflaschen geschafft gehen. Überhaupt von ihr schon nach. Und da bei ihren Simulationen, als rauskommen, wann sie das machen, da gibt den Pegel zuerst nach Nachklammer. Was schon komisch ist. Aber das war hier Simulationen, die sie gemacht haben. Und der Tischstadt hat am Ende vielleicht keine Spur gehabt. Gut, Ich bin gleich fertig. Ich habe mir effektiv auch den grenzüberschreitenden Volley abgeschrieben, aber du hast am Anfang selber gesagt, dass das sowieso muss grenzüberschreitend gemacht werden, gerade auf einem Platz wie bei Jais, wo man aber dann den Grenzfluss auch hin. Ich habe mir noch abgeschrieben, du hast noch nicht darüber gesagt, du hast erst den 26. Juli
Letztes Jahr hast du uns gesagt, dass eine Arbeitsgruppe gemacht hat, die wäre resilient gemengen, die vom Interieur gesteuert wird. Und dass du da als Vertreter von Irsternacher Gemeng gibst Dragoen. Als da deine Arbeitsgruppe vor Ort zum Beispiel die Applikation, die schon angekündigt ging, als diskutiert ging, oder war das ein Outcome, oder war das bis jetzt ein Outcome von dem Arbeitsgruppe, den vom Interieur gesteuert wird? Also ich hatte erst ein zeitliches Problem, das hat sich oft überlagert, dass die Arbeitsgruppe oft meint, weil wir Chefrat hatten, aber andere Reunion nicht von der Denke hier. Das ist ein riesiges Problem. Also das ist ein Problem mit ganz vielen Sachen. Es gibt ganz viele ganz interessante Sachen. Und irgendwie kann ich nicht mehr nur noch länger Platz sein. Und wir hatten halt wirklich so viel. Und das bedauern ich auch zu Dave's. Respektive, das war in einer Zeit, wo ich dann Kur hatte. Das ist irgendwann ein Matze in der Woche. Ich hatte keine einzige Chance für die zu kommen. Das leidet zu meinem Zeitmanagement-Problem. Sorry. Ich kann da nicht so in, was du rauskommst. Schön. Ja, das, merci für die ganzen Informationen, die schon gekommen sind. Mir fehlt noch ein bisschen die Aussicht an Zukunft. Zum Beispiel als Energieversorgung, es scheint ja ein großes Problem zu gehen. Und wer das da geplant, was muss man auch vielleicht umplanen? Als Planung nicht auf viele Punkte logen, nämlich zeitgemäß, muss man da nicht also auch für Zukunft aufstellen, für dass man da als besser durchstellen. Dass das da dient und das andere, was ich nach voll so und das zum Punkt Dialog und Kommunikation mit den Leuten. Das ist schon viel gesagt, was alles gemacht ging, als dass ja auch ganz viel probiert ging, mit den Leuten zu schwätzen. Mit sind aber noch immer ganz viele Leute, die gesagt haben, den ersten Moment, wenn so etwas ist, da funktioniert der Strom nicht mehr, das Telefon funktioniert nicht. Muss man nicht, am CGD hat man einmal darüber geredet, muss man nicht auch äußern, an dem Fall, da den Leute zum Beispiel mal so Erde, aber wie es geschieht ist, mit einem rundherum gelaufen und die Leute alle gut informiert, die das nicht mitkriegt haben. Muss man es nicht einmal durchsetzen an den, die Kommunikation, die man nach außen bringen, dass man die ein bisschen mehr konkret festlegen. Du hast gesagt, Herr Schmidt wäre am Gang, darin zu schaffen. Das wird ja da vielleicht mal mit dem CGD zusammen oder darunter geschafft gehen. Weil das hat nicht so extra gut geklappt, weil viele Leute eben keinen Strom hatten und dadurch kein Handy und dadurch schlecht angebunden waren. Dann hast du gesagt, die administrative Hilfe hat dir ich gewünscht, von staatlicher Seite für ich zu helfen, für die Monten und alles ranzugehen. Hört bei den Bürgern, ich bin nicht ganz sicher, weil ich habe keinen Demand gemacht. Wie dir die administrative Hilfe für die Bürger richtig den Leuten anbrüht und den Leuten bei ihren Demanden geholfen. Wir hatten das am Anfang eigentlich gefragt von den Geringen, aber wir haben nicht hören, ob das so geschieht ist. Ja, merci mal. Effektiv, das mit Energie, das habe ich ganz vergessen. Das war der Punkt, den ich noch nicht auf meinen Dingen stehen hatte. Wir hatten da effektiv ein Reunion mit dem Claude Thürmes, wo wir einfach gesagt haben, was wir will, hatten wir mit Gasnetz überlangt. Und da gibt es nicht gut von, so ist Herr Thürmes die ganze Zeit. Wenn dir mit der Service, mit deren Beamten also ein Alternativpropos könnt machen, dann dass sie mir ganz prünner, ganz offen dafür. Ne? Da was du noch ein Reunion mit also Beamten, ich bin aber nur kein, also das kein letzten Dinge mitkriegt. Also Problematik ist einfach auf verschiedenen Quartieren, wo man Häuser haben, die und nicht gebaut sind, wo kein Ringflächen ist, also problematisch, auf verschiedenen Plätzen ganz problematisch für was die Alternative hat, Wärmepumpen dran zu machen. Und dafür haben wir für verschiedene Quartieren als dann mal der Gas die bessere Lösung wie der Masut, aber nicht die gute Lösung, das ist immer das eins. Was wir noch gemacht haben, das ist schon als Holzhackschnitzelheizung für den ganzen Campus Gare, wo ich schon ein paar Mord de Jour an einer Aufruhe, wo man dann mit Holz, also Büsche, wirklich CO2-neutral, den ganzen Campus Gare, das ist als neue Schule plus die Altschule plus Sportzahl vom Liste, die du fertig gehst, dann noch nachher nur ein Sportzahl, aber das ist Schwemmen, alles integral. Da haben wir eine Möglichkeit, wenn wir da eben noch Platz haben für ein großes Zentral. Wir wollen dann aber so ein
solange wir ein großes Zentral will bauen, dann haben noch die reitere Opposition, dann also mehr den so steht, dass das war groß ist. Das ist genau das Problem, halt sehe ich noch. Ne? Jitwin hat gerne Alternativ-Energien heißt irgendein Heizkraftwerk, ja? oder eben die Wärmepumpe, wenn sie Platz ist. Ne? Und das muss dann noch funktionieren. Und irgendwie muss das dann zu Schick kommen, dann irgendwann zwischen immer irgendein den hoher an der Zopf dürfen. Also nein, ja. Es ist ganz ob dafür, haben wir noch ganz, dazu ganz gesucht am Ministerium, de l'économie, Energie, wissen Sie das an die Syner, es versprach euch zu helfen, wie wir gerade an diesem Staat kehren, intramuros, wie Möglichkeiten da haben. Das ist ganz ob für alternativ Energie in Das dann auch am neuen Quartier, auch der Gart zum Beispiel, ugedurcht, dass Bierger alle Gürten zum Beispiel Solarzellen, ob ihr das machen. Als Gemeinde kann ich ja da nicht selber machen, weil die Leute bauen ja selber. Aber kann ich einfach proaktiv die Leute dazu bringen, Versammlungen machen, wo ihnen weiterhilft, kann ich Subsidien geben. Machen wir da genug für die Leute, von so viel wie ich weiß, haben wir ja ein Kadaster. Solar-Kadaster, wir haben aber auch nicht viel Primen bis jetzt ausbezahlt. Das heißt, woran leidet, dass die Ersten nacheinander nicht mehr massiv auch auf Solarenergie wechseln? Das kann ich schon nicht so, wie wir verschiedene Leute nicht machen. Das kann ich echt nicht so. Die Möglichkeit besteht natürlich. Das ist die Problem. Aber das muss natürlich auch die Ausrichtung von dem Dach muss auch so sein, dass das auch irgendwie. Sonderstrahlung hoch, wenn sie nicht beschädigt auf dem Dach, weil man da ist, dann ist er auch nicht so mich. Mit das ist eine andere Frage. Komm, ich gebe vielleicht noch die andere Frage. Die zweite, komm, dann hol du mal die dritte. Zu der administrativen Hilfe, die mir als Gemeinde vielleicht und als Bürger bitten, geil, das war ja davor. Also ich muss sagen, was am Noten als die als Beamtin, was schon darum kümmert, aber wir sind ja die dritte Instanz, wo sie so ein Demand muss machen. Aber die meisten kriegen, also kriegen wirklich hin. Am meisten fehlt dann irgendein Dokument, aber das bringen sie nur bei. Aber das war aber explizit an den Brief oder den Rappell, den wir geschickt haben, wenn sie irgendeine Hilfe preisten, dann können sie Sabrina Notta immer rufen. Das haben auch verschiedene Leute gemacht. Und Sabrina hat heute wirklich oft Reunion gehabt mit verschiedenen Bürgern, wo sie wirklich auch noch gut nicht hatten. Aber wo Sabrina gesagt hat, ich helfe nicht einfach wegen Assurance oder ich helfe nicht schon dabei. Das ist die Hilfe gemacht. Ich weiß auch nicht, wie viele Bürger davon benefiziert haben, aber die Informationen kann ich aber gerne freuen. Und sonst einfach nichts gehen. Aber Sabrina hat aber verschiedene Leute auch geholfen. Ich weiß aber nicht, wie viele. Ja, die zweite Frage war die von der Kommunikation, das riecht man das, wo die Lückschmittel oder die Erbestruppen, da schafft man heraus und da muss man effektiv als besser absetzen, wenn das tut nichts gekönnt, das ist ganz richtig. Da sind wir gerne noch zu schaffen, ja. Ja, merci für das Wort. Es sind schon ganz viele Details natürlich mitgedeelt. Ich kann so noch merci dafür. Es war eine ganz umfangreiche Antwort an schon gesehen, du hast aufgelöst von mir Kindern, die natürlich die Noten auch vielleicht schriftlich kriegen, wenn das nicht steht, gebe ich natürlich helfen, hauptsächlich bei den Schieferen, wenn das möglich ist, so allerspätestens natürlich, wenn er rausgeht an Pressekonferenz, dann kriegen wir die Schieferen ja auch wahrscheinlich mitgedeelt. Philo, eigentlich, just so durchzugehen, wie gesagt, dass ob vieles geantwortet ging, am Krisenmanagement hast du, wenn ich das so daran erinnere, vom Lück geschwärt, den du verschiedene Sachen abschafft, mit Etüden, die gemerkt haben, wie man auf verschiedenen Fällen dann dem Moment zu reagieren hat, wird dann dem Moment auch abgeschafft, ob man das hier richtig reagiert und was man dann in dem Moment können Ernstes machen, auch vom Time Limit, dass wir dann auch die Kommunikation, wird das dann in dem Moment auch abgeschafft und natürlich auch kommuniziert. Wenn ich weitergehe, habe ich um meinem Konstrukt von der Mesure geschwärzt, du hast das auch geschwärzt, da hat man
hast du geschwärt, dass da jemand der Wasserverwaltung relativ sehr du nur zu summen sitzt. Du sind 51 Gemeinden, die direkt nur Heischwasser gesiegt sind, an dem uns per Mat gedeelt gehen, dass weiter Mesuren eigentlich für Etüden 100% vom Mesurenprogramm überholt sollen gehen. Hat erst danach dann Dolo von sich aus auch Etüden schon machen gelassen oder sind das just von den staatlichen Instanzen oder aus der Tat, was der Bernhof hier drin angeschwert hat, von verschiedenen Berechnungen gemacht, die sind das Etüden, die da drin fallen, dazu die Mesuren bei den Finanzen lo. Du hast Ricardo ist ja ganz am Detail geantwortet und du hast mir ja mitgeteilt, dass das dann auch kommuniziert wird an einer Pressekonferenz. Das begrüßen wir natürlich. Von den Finanzen, du sagst, dass die Negativpresse darauf zurückzuführen ist, dass du falsch verstanden gibst. Das ist dann im Moment ein Reporter, den dann den Erbisch nicht gut gemacht hat. Der Tisch, das Rimmen anderen, den am Fehler ist. Du froh, mir als aber, ob man nicht muss aufpassen, wie man dann aber heißt, du kommunizieren. Und geben wirklich, ich komme da dann auch auf den Park zurück, weil den hast du überhaupt nicht angeschwert, weil wir es für Druck so tun, es kann doch nicht sein, dass man nach außen kommunizieren, dass am Park nicht darf gemäht gehen, weil weil der Kulturminister als verbiet, als Park zu erhalten. Das heißt, da muss ich aber wirklich einen Punkt draufsetzen, schaffen, dass nur der Park gemäht wird, weil wir schießen uns doch selber an die Knie, als Bürgermeister von einer Touristenstadt kannst du doch nicht so eine Stelle mich an den Mutz, weil ich gesagt habe, ich darf hier etwas nicht machen, dann meine ich überhaupt nichts mehr. Das hat einfach nur auf dieser Platz diese Kommentar von unserer Seite und ich fand, du repräsentierst, wir repräsentieren erst danach und das schaut, dass man in diesem Moment für verschiedene Sachen muss schummen. Da wären wir kommen du noch auch noch zu einem Punkt, wir hatten eine Question urgent dragen, par rapport natürlich zu Nationalfeiertag, da kommen wir noch drauf zurück. Christian hat schon froh zur Energie gestellt. Da natürlich hoffen wir, dass wir weiterhin oder dass wir auch ein Kehr apart da als Hausaufgabe machen, wie du siehst, die sind offen dafür, dass wir da auch von uns, von der Gemeinde hier nicht nehmen, erwarten, dass die Ministerien liefern, sondern dass wir auch von der Gemeinde aus uns überlegen, was dann ob erst danach geht passen. Ich meine, schon den Tour gemacht und ich sage dann merci, ob ich den Fall mal für eine Antwort habe. Also ich will nicht ganz viele Fragen raushören. Ich will Ausstellungen raushören, die ich vor dich raushören und ob die Tüten um mich. Ich will nicht staatliche Tüten und auch eigene Tüten einen Auftrag geben, eigene Tüten einen Auftrag geben. Ich rede auch so, dass sie genau einen Auftrag mitgehen und die auch nach einem Zusatzbüro, für das wir eben den Leitfaden für uns Bürger ausschaffen. Das wird mehr als von uns rausgehen. Das sind darüber raus nach einer Etüden, die eben zusammen mit staatlichen Instanzen laufen. Und das finde ich nicht ganz viel von raushören. Par rapport zum Krisenmanagement. Da hatten wir auch eine direkte Analyse im September gemacht, von den intern gemacht, und da wo wir genau Schäfer mit dem Service Technik, mit dem CGDs, wo wir Bilan gemacht hatten, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, was man muss nächstes Jahr anders machen. Das haben wir gemacht, ja. Kriegt ihr dann doch einen Rapport an dem Moment oder geht das kommuniziert oder ist das just für Lehren dann für euch rauszuziehen? Nein, wir haben gesagt, wir sind um ein Krisenmanagement auszuschaffen, was nicht mit Lücken möchte. Das könntest du dann dran haben. Da könntest du dann ein Dokument ausgeschafft, was für die Zukunft dann soll helfen, für das da besser zu machen. Okay, merci. Vielleicht par rapport zum Park, Carol hat nicht so gesagt. Carol hat gesagt, es wäre gut, wann es ging, gemäht ging oder wann es ging, gemacht ging. Aber das wäre schon froh. Es wäre eigentlich wichtig, dass wir da geben, die Sachen machen, die wir dürfen machen und nicht weiterhin, so, dass das mit einem Schild, dass wir das nicht dürfen. Das heißt, geht der Park in der Halle oder geht er nicht in der Halle? Das ist froh, die ich daraus erzählen. An der Antwort von der Kulturministerin auf Ding
Question parlementaire steht dran, dass man verschiedene Sachen machen können, nehmen dann Aufspruch mit dem Inhalt, das heißt, man in per Pandemie. Neue Begriff. Natürlich, wir müssen gucken, was wir können machen. Problematik, und das steht schon am Ding, wir haben da Pflanzen gekauft, die wir wollten dran setzen, die wir nicht dürfen setzen. Ich meine, das muss ich nur wissen, was wir da hatten. Wir hatten da ganz schön aufgegrenzten, mit so geringen Streich an der Band, dann haben wir dann die Blumenbeete an der Band dran, das Gras. Das hat das ganze Ensemble gemacht. Und wir hatten wirklich dringlich nur gefordert, aber nicht die Bepflanzung können machen, die an, an Mengen nahen eine Etudehistorik nicht wirklich hypothekiert hat. Deswegen, wenn eine Etudehistorik nur rauskommt, das muss immer gepflanzt gehen. Das ist kein Problem für Pflanzen, um zu pflanzen und etwas anderes zu machen. Wie dat man sowieso schon Pflanzen hat, das guckt man aber ganz klar, das dürfen wir nicht machen. Ne? Und das ist dann schwierig für uns als Service Jardinier, für die zu motivieren, weil die Pflanzen, die Aufgrenzungen nicht da sind. Für, wie kriegst du das dort denn? Wie kriegst du da proper das Bild hin? Das Bild, was mir gewinnt, in der Kiste so nicht hin. Das ist schwierig, das zu machen. Ganz ehrlich. An Dinge, die Antwort von der Kiste Parlamentär steht schon, dass man dann, wenn die Tüte soll schon am Oktober rauskommen, dann wissen wir schon, was wir können machen. Dann können wir schon dafür für die nächste Saison die Bepflanzung machen. Weil lo, am höchsten Sommer müsste keine Bepflanzung. Ich denke, es wäre wichtig, dass in sich selbst wie bei dem Interieur effektiv mit den Instanzen zusammensetzen, um zu gucken, was nur ein Kurterm gemacht werden kann, weil der Park ist aber trotzdem normalerweise ein von unseren Highlights, wenn Touristen auf Eastern nachkommen, dann ist definitiv in einem ganz schlechten Zustand. Das sind wir sehen. Froh zu also kann ich das dort nicht so hundertprozentig leben. Wir mussten ja sicher leben. Ich bin froh, dass da dann ein Mangel und Verständigung zwischen dem Staat und der Gemeinde oder war es ein Verstehst-mich-Problem oder ist es ein Mangel und diplomatischem Geschick, dass den du nicht kann an den Park. Du hast ja nur Touristen. Und da hatten wir die ganze Zeit im Park, der schrecklich ausgesehen hat, hätte ihn dann nicht können verhandeln, für die Blumen da können zu setzen, weil die hätte ja noch nicht behindert, die ganze Sommer durch. Die hätte ja absolut nicht gehindert. Dafür aus mein Verständnis war das wirklich richtig verstanden von euch, dass das nicht darf erhalten. Also Neike, also Fürst hat Neike nur gefroht gehabt, ne? Nicht wirklich gefroht, für die Pflanzen dort zu setzen, dass die Blumenbeeterin können an den Zustand zurückkommen. Dann guck da an dem Brief, da steht da dran, das E-Passus, wo genau da steht, dass man das nicht dürfen machen. Das steht da dran. Ne? Das steht an der Antwort von der Kulturministerin, ob die dort froh, wirklich E-Passus, wo genau da dran steht. Ja. Und Tom, die wollte das wirklich machen. War dann doch keine Möglichkeit für einen Rückfroh zu halten und das zu klären, dass den die Blumen da hat? Schriftlich, telefonisch. Telefonisch, ja. Das war für 10.000 Euro Pflanzen. 20. Eben, dafür kann ich bald nicht verstehen, dass den das nicht kann diskutieren. Worin leidet dann das Problem für so ein harmlos Sache, von der Stadt muss so ein. Du stellst dir dem Falschen froh. Ja, du bist ja die eine Seite, an die andere Seite kann ich froh ja auch mal stellen. Ja. Ich frage nur mal, ob du denkst, Seite, wie von dir aus. Nein, wir haben die Pflanze kauft, bezahlt, am Jürgen gefroht, aber wirklich händeringend. Nein, können wir sie dann nicht setzen? Nein, warte auf, bis die Etudehistorik da fährt. Das ist erst dann, was die man kriegt. Aber wir tun das schriftlich. Wirklich. Das wird sich dann machen. Just für nachher ja just aber zu so ein Amenagement, ich bin d'accord, du hast gesagt, die dürft nicht pflanzen, was für die nächsten 50 Jahre du steht oder was soll an dem Park groß gehen oder die Hecken neu pflanzen. Mein Amenagement ist nicht dasselbe wie Entretien, weil ein Entretien, das ist die Hausaufgabe von der Gemeinde, an den haben wir, weil wir gemutzt tun, nicht gemacht.
Und ich so, nein, das sind Hecken, das sind genau so heisch, das sind die geringen Dinger, die rum und Peter sind, das sind keine Hecken, das ist wie Pflanzen. Wenn sie sich, wir können Blumen pflanzen, nee, das waren just die Hecken, die rum und Blumen sind. Das sind keine große Hecke gewischt. Ja. Ich meine effektiv, dass in dem Sinne einfach vor der Situation, was aber aus der, dass der Park nicht mal also ist aushängeschildert, gerade wenn ich über Touristen spreche, ist natürlich das Visitenkarte, aber ich verstehe, wenn ich die eine Antwort lese und die andere Antwort lese, dass es nicht so evident ist, wie ihr meint. Ich meine nicht, wir wahrscheinlich mit los von ein paar just Meien wahrscheinlich schon viel geholfen, aber das ist natürlich extrem schön, dass die Blumen nicht pflanzen kann. Ich meine, das hoffentlich wird dann noch ein paar im Detail geklärt, wo da Lodo, das kommt da erklärt. Aber ich meine, ob man es vielleicht könnte, zu ringen für einen General aber zu mähen und die Hecken denke, vielleicht zu stützen. Weil das nun mal so, ich meine, alle Diskussionen, die wir haben, die sind gut, die sind wichtig. Der Ping-Pong, der gemerkt hat, das auch, feiert auch irgendwann zu einer Finalität, die wahrscheinlich Sinn hat. Aber natürlich den Touristen, der aktuell an den Park kommt, der gesagt den aktuellen Zustand und der weiß natürlich nicht, wie Diskussionen da sind. Und ich meine, definitiv muss in die Gemeinde löwen, dass sie Pflanzen kaufen, dass sie wollen. Erstand setzen. Ich meine, wenn ihr unseren Service kennt, wisst ihr noch, dass normalerweise nicht delaborieren gelöst wird, was weil ihr einfach nicht voll machen. Du willst, ich verstehe zur Seite. Ich meine, vielleicht wir durch ein Mähen und ein Stütz von Hecken wären wir vielleicht schon ein bisschen medieren zwischen den Seiten. Eine Remark, die du dabei passt. Letzten Samstag war eine Überraschung bei dem Grand Hotel von Schecken und die konzerniert Flüchtlinge aus der Ukraine. Und war ganz echt, wir haben mit einer Ukrainerin geschwärzt, Carol und ich, Christoph ist auch nicht weit, die auch um den Park gehen und die gesagt haben, können wir da nicht helfen, den Park abzuräumen. Und das war ganz echt. Weil die haben sich quasi angeboten und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir daran denken, haben wir das mit an der Gemeinderat. Sie haben Karim auch gesagt, wenn Hilfe gebraucht wird, dann werden sie zur Verfügung stehen, für den Parkhilfen abzuräumen. Voilà. Das ist der Message, den wir kriegen von den Ukrainerinnen aus dem Grand Hotel. Also, sogar die Flüchtlinge, die wir innen kriegen, die wollen noch eine Hand mit aufpacken, für das der Park irgendwie flott geht. So, die Ringfrage ist noch ein zweiten Ajout gemacht. Ja, wir hatten direkt nach dem Nationalen Feiertag hatten wir eine Question urgente. Das gebe ich bei der Frauenhöhlen, nicht nur bei den Ajout. Nein, das war noch als Frohe. Nein, das war ein Froh. Das könnte bei Question 12. Du hast noch ein anderer Ajout drauf auf Nord de Jure gesagt. Die Frohe ist kein Ajout auf Nord de Jure. Das ist ein Froh, die könnte bei Question. Ja, aber das sind als regulär Frohe. Ja, wir sind noch immer bei der Frohe. Wir sind noch nicht bei der Question. Wir sind noch bei den Ajout auf Nord de Jure. Du hast zwei Ajout auf Nord de Jure gemacht. Und dann kommt die Information vom Chef und da kommen die Frohe. Du hast einen Ajout obtenu dans du. Was wirst du dann noch geschickt? Zwei Ajouts, vielleicht ein Pro. Nein. Es steht drauf, betrifft Ordre du Jour vom Gemeinderat vom Urstieg 7.22. Herr Bürgermeister, der Chef, und so wie stellt Fraktion die Gring folgende Frauen. Das sind die ganz normal reglementären Frauen, die man immer frei des Ragin für auf der Gemeinderat. Das ist kein Ajout. Was für ein Ajout hast du dann? Wo steht dann ein Ajout? Okay, gut. Nein, das ist gut dann. Okay, gut, da sind wir mit dem Ajout durch. Was vielleicht okay, dann kommt, weil schon ein Froh von uns zu bannen, weil wir das die von 4 oder 5 Wochen ja, umnationell haben. Da kommen wir vielleicht bei Punkt 11, die Informationen, von wir keinen haben. Ja. Da kommen wir bei Punkt 12, bei Kerstin. Ich wollte wissen, wo wir mal durch sind. Dann darfst du mir den Froh stellen.
Ja, ich fange dann an mit der Frage, wie gesagt, die wir damals raggehen und direkt nur dem Nationalfeiertag. Meine Meinung kennt ihr zu, wie es aufgelaufen ist, Nationalfeiertag, da will ich heute noch nicht drauf zurückkommen. Wird aber dem Moment als wichtig war, zu freuen, dass wie es möglich ist, dass, just weil man vielleicht oder weil dir am dem Moment nicht glücklich wird, über wie es aufgelaufen ist mit der Sportzahl, wie es möglich ist, ein Lycée auszuladen von einem Nationalfeiertag, wie wenn der Privatparty wäre. Es war nicht der Privatparty, es war ein Nationalfeiertag. Da hat von unserer Seite mir keine Antwort auf die Question urgent gekriegt, vielleicht oder nur eine Antwort drauf. Das wollte man dann aber heute auch noch ein bisschen gesucht kriegen. Und da war ein zweiter Wolle dabei, wie, wenn du, du gehst ja verschiedene Invitationen raus, das ist eine Invitation, um die verschiedenen Instanzen für auf Trab zu kommen. Dann haben wir Invitationen, die rausgehen und als Clip. Und da sind während der Pandemie Clip beigekommen, unter anderem ein Basketclub. Und das ist, wenn ihr kapabel seid, verschiedene Leute aus einer Verdienerlust rauszuholen, da könnt ihr auch noch andere dabei sitzen. Das ist, da müsst ihr die Lust vielleicht auch Jour gesagt geben, weil der Basketclub hat keine Invitation kriegt. Das ist par rapport zu dem Papier, den wir rausgeschickt haben, in einer Question urgente, die sich dann hier an der Question vom Gemeinderat rumfängt. Ja, wo ist die Urgenz in der Frage gewesen? Weil in dem Moment ein Thema war, ganz viele Leute sich aufgeregt und die Leute haben das nicht verstanden. Die Leute verstehen die Streitereien nicht, die Klänglichkeiten und das schlechte Bild nach draußen geht. An dem Moment haben die Leute gefragt, was ist da los? Und dann natürlich auch par rapport zum Basketclub, weil ich da wollte eine Antwort geben. Gut, die Urgenz ist also hier nicht Thema. Das ist die Frage, die wir gestaltet haben, bleibt auch nur, nachdem es nicht mehr urgent ist, noch immer bestehen. Bon. Wir müssen das noch mal keine Urgenz. Es wird, ich bin eine Frage, wir haben vom Gemeindesatz drei Monate Zeit für eine Frage zu antworten, respektive am nächsten Gemeinderat. Und weil wir nicht um die Urgenz da gesehen haben, haben wir gesagt, dann haben wir das nächste Gemeinderat, haben wir das noch die Jahre. Wir haben keine Ausgeladen. Wir haben keine Ausgeladen, das ist komplett falsch. Wir haben einen VIP-Löscht und das sind die, die angeladen gehen. Und effektiv als Direktion vom Lycée, von der VIP-Löscht draufgeholt gehen. Nachdem, dass es so proper Verhalten hat, was das provisorische Sportzahl belangt. Voilà. Das ist das, der Chef hat definiert, wenn auf der VIP ist, dass er nicht drauf ist. Das vom Basketballclub, das war mir noch nicht bewusst, das gehen wir aber weiter, dann muss man den drauf setzen. Ja. Gut, dann zu den Fragen, die wir noch gehen haben, die letzte Woche, einfach in der Präparation von diesem Gemeinderat. Da hat man als erstes froh, ein paar Fragen zum ersten nachher sehen. Aus der Presse konnte man lesen, dass nun Ileg den ersten nachher See dann für Schwammen abgemacht hat, wissend, dass man dann halt zu Lützeburg dann drei Badegewässer, was eigentlich nicht viel aus Hun, können wir es natürlich bei den Temperaturen, wenn das dann auch nach nun Ileg der Fall soll sein, aber erwarten, dass da ganz viele Leute werden davon profitieren. Und da stellen uns solche paar Fragen, das heißt, erstens mal geht es eine Konzertation am Vierwelt mit dem CGDIS und mit der Police, also Rettungskonzept erstellt gehen, sie Mesuren definiert, die für den Fall, dass den Undrang zu groß geht, können wir das in dem Moment irgendwie regulieren. Aber wer das geplant wird, Leute verkehrstechnisch zu gedeihen, und dann, wenn in Bilder gesagt, natürlich um Stau, wie es da ausgesehen hat, haben wir auch irgendwie ein Unfallkonzept dann für die Zeit. Gut, ich probiere noch Fragen zu antworten. Natürlich ist mit der Polizei und mit dem CGDIS geschwärmt gehen. Die CGDIS, sie schicken nach Taucher. An der See für ein Kerl zu gucken, was am Wasser ist, dass man da
wenig Risiko laufen, dass Leute sich noch nie Schnaps verletzen oder so. Des Weiteren muss noch ein zusätzlicher Sprit gemacht gehen, der ist bestellt, die können doch los, weil man nicht mehr wie 500 Leute dürfen auf den sie los und dafür muss ein zweiter Rettungsweg gemacht gehen. Das machen wir alles, natürlich das ist alles umlaufen und natürlich auch eine Kollaboration mit dem CGDs und der Polizei. Rettungskonzept, ich gebe dir das Sicherheitskonzept nennen, nicht Rettungskonzept. Wir schaffen nun ein Sicherheitskonzept, das ist ein Refer abgestellt, etc. etc. Pannen, wo ich nicht darf draufspannen und so, das ist alles an der Macht. Sie Misuren definiert, gibt für den Fall, wenn der Undrang zu groß geht. Ich meine, wir kommen nicht allein für unser Verkehrsreglement zu gehen, weil man merken, könnte es irgendwo irgendwo terribel warm geht. Da muss man die Leute just mit einem Sonsinnig vorlösen, für das nicht den kompletten Chaos ausbricht. Wir sind relativ gut abgestellt, wir müssen nachher sehen, wie die Parkplätze angeht. Wir haben über den Daumen gepaart zwischen 650 und 700 Parkplätze rund um den nächsten nachher sehen. Wir sind natürlich nicht, schon nicht schlecht als Parapol zu den anderen. Da sind wir aber relativ gut abgestellt, was aber nicht heißt, dass wenn wir gesehen wir packen dann, dass wir da vielleicht doch nicht allein kommen für temporär, dann der den oder der anderen Feld mit beizuholen, wo wir dann den Bauern müssen fragen, ob wir das dann dafür machen. Offerkonzept für den Site Hummer, schon da doch rein. Kann sich gerne noch ein gehen. Das heißt, wir sind gut abgestellt, wir schaffen auch an allem, dass voilà, ein bisschen ein Fehlwitz tut, wenn wir nicht genau wissen, was ob uns durchkommt. Ich meine aber, dass wir gut präpariert sind. Schon nach einem Message, den ich heute will losgehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht nachher sehen, an den 70er Jahren künstlich gebaut gehen aus, mit Betonsphäre und Univalk, die Infrastrukturen um allein. Und da sind wir gedurcht gehen, für nicht nachher sehen, touristisch zu exploitieren. Und ich meine, dass wir ein Flottkonzept tun momentan, für die See, wo man so in die eine Seite, los man mit Natur belassen, die andere Seite, exploitieren wir mehr touristisch, was wir auch lo machen, auch mit dem neuen PRG, wo wir einen größeren Teil an so einem Loisir werden ranhüllen. Wir wollen auch kein Kirmes, wie wir schon nachher sehen. Ich meine, wenn wir nur das Badegewässer hier kriegen, ich meine, da sind wir nur für die nächste Zeit gut abgestellt. Und ich meine, dass das auch der Region etwas bringt, genau so Badegewässer, wie sehe ich das bei den Leuten. Ich meine noch, dass man die Leute auch gerne kriegen. Okay, merci für die Antworten. Wie gesagt, das war von unserer Seite auch gut, dass wir das Projekt kritisieren, für einfach für zu wissen, wo man drüber für gut aufgestellt sind, für wie es da richtig gesagt ist, für den Chaos aus dem Weg zu gehen. Die zweite Frage aus par rapport beim Parkhaus Campus G. Du hast es schon für drinnen ein bisschen angedeutet. Du könnt ja die Energiezentrale hin für den ganzen Campus Gart, den man natürlich begrüßen. Das muss ich euch sagen. An die am Anfang, wenn wir ein bisschen zurückgucken, geplant war für neben dem Camping. Du hast mal jahre Klassen gemacht. Und schlussendlich, wenn wir da gut mal mitgedeelt, dass das zu weit ist, dass das schwierig wäre, wenn es der dickere Stroß, die so lange mich zugemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir aber keinen Klang mehr gesehen hat an Lo, haben wir mitgedeelt, dass da ein Baustopp war, wenn ich denke, da flüchtig kann so viel Wert hat das. Und natürlich stellt sich dann froh, sind dann all die nötigen Autorisationen aufgefroht und rechtzeitig erteilt gehen, was das da los und Schmängelung sind, sind das aber weitergegangen, gell?
Ja, also das sind nicht nur die Distanz zum Camping, so weit weg, an der dicken Straße lang zu, was das hauptsächlich auch wenn es den Wurzeln von den Bäumen, die relativ an der Straße relativ weit angreifen, und da hat man ein bisschen relativ viel Zickzack mit der Wärmeleitung machen, wo dann immer der Kümmel von den drei Problematiken, erstens durch die Länge, dann durch dann noch die Ecken und dann noch so lang zu, und das fängt du richtig kompliziert zu gehen, und du hast mit den Planungsbüros sind wir auf den Weg gegangen, für effektiv dann direkt und Parkhaus unzudocken, weil wir letztendlich festgestellt haben, dass da nicht so viel Platz für Parkplätze hinzumachen. Das wäre nämlich eine kleine Wutz gewesen, wo ein paar Autos den Hickrit hat. Und dann haben wir dann die Decision geholt mit den Planungsbüros, dass wir dann sie da undocken. Das also alles am Masterplan, ja, alles vorgesehen, auch was die Wasserverdrängung anbelangt, das ist auch alles an der Reihe mehr effektiv. Da hängt uns das schön, die wir vergisst gehen und zu fahren. Das ist untergehen, das war aber kein Thema. Wir haben doch direkt angerufen, wie wir die Reklamation kriegen. Und dann sollten sie das an der Reihe schicken, das tut einen Rahmen, das wird am ganzen Masterplan schon mal viel gesehen, dass der Kredit die Autorisation, die hat man effektiv zu dem Zeitpunkt nicht. Natürlich war effektiv den Reklamant hat an dem dritten Punkt recht, und dafür waren wir du gestoppt, bis dann lo, die schriftliche Genehmigung von der AG Lodo war. Wie gesagt, kein Problem, vergiss, gehen an dafür können wir auch darum weiterführen. Okay, auch merci dafür das Erklärungen. Der letzte Punkt, das eigentlich ist ein Klangigkeit, mehr. Wir sitzen hier zu ein paar zusammen an der Halle Gas, die Weekend, ich kann mich noch mal nicht mehr erinnern, wen ich genau war. voilà, ja, plus mein Drausgesicht, pardon. Da war nicht ein Brand an einer Küste, aber das war eine Stierflamme, die eigentlich aus einem Lampadaire rausgekommen war beim Kebab. Und da haben wir probiert, unter anderem der Christoph natürlich den Pompier in uns zu rufen, die gesagt hat, muss da auf der Gemeinde rufen, da sind wir aber unter Schnitt gekommen, den Ben hat dann abgerufen gehabt und du sollst dann permanent weitergehen. Und da war doch sehr geregelt, du hast für dich mal elektrisch an der ganzen Hellergas aufgeschaltet gehen. Und lo, mein froh eigentlich, als wenn ich darunter zurückdenke, dass das Bürger, wir wussten, lo, wir hatten eine Privatnummer von Ben, wir hatten noch eine Privatnummer, mit einem Bürger, und wo findet den die Nummer von der Permanence raus, für so etwas zu melden. Ich weiß, dass wenn ich ganz gut sehe, ob unserem Kalender aus von den Pubellen da als Banner oben drauf, wo ich kann permanent anrufen kann, mit uns auch im Internet sieht, finden sie ganz, ganz, ganz schlecht. Schon probiert das zu machen, schon sie nicht raus von der Lobby, ich bin mit Frohe für berät. Und dafür eigentlich ist da ein Propos von unserer Seite, für die mehr visibel, ich weiß nicht, ob alle Boote haben drauf, Alkeias, wo ihn sich eigentlich soll melden, wann so etwas ist. Wir haben ja auch die neue App, unter anderem, können auch da das vielleicht kommunizieren, es war natürlich, dass nicht alle Menschen ein Handy an die App gebraucht, das wäre schon wichtig, dass auf den normalen Kommunikationswege aber immer regelmäßig zu suchen. Und dann natürlich, was war die Panne, als die behoben, als das tut das noch mal im Heischwasser zu dienen, oder als das einfach, weil die Lampadären eben verheilt sind, als das geregelt, und als das Kreos oder sind das mehr? Drei Fragen, drei Antworten. Effektiv, wenn es zwar um Sitz von der Gemeinde Permanence August, dann müsste zwar die Nummer vorne. Ne? Ja, das mehr effektiv, das ist aber kein Thema. Ja. Die sind drauf, das war ein guter Remark, dass man so auf Tab soll und drauf machen. Also wie gesagt, die Nummer ist nicht verstoppt. Also, die wäre auch. Die Zeit, wo nach Telefonsbücher gehen, du warst schon so auch dran, also das, wir wollen die nicht verstoppen, die sollen, die können wir mehr visibel machen, das ist sicher sinnvoll. Effektiv, wenn der Strom aus Kreos zuständig ist, das sind nicht wir. Wir wollen natürlich den Eklärage publik aus, dass das sind wir. Also das ist ein bisschen, also wir sind für die Belichtung zuständig, aber alles, was ein Strompanel ist, und hier war
Ja, die zwei Sachen. Ne? Eigentlich ist der Kreos, wir vermuten, dass es effektiv noch mal was Sinn hat, dass du aber nach verschiedenen Leitungen aber ein bisschen Wasser rankommen hast, dann nicht ganz raus. Also, dass wir müssen ein bisschen abmachen. Wir hatten noch einen Entrepreneur geholt für der Mainz, die Woche drauf, für zu gucken. Bei einer Loot können wir das kontrollieren, aber dass das Kinder aber durchaus sind, dass das noch ein Überbleibsel vom Hechwasser war. Das ist, auf viele Plätzen hat Wasser hier sein Weg gesicht und du kannst aber echt den Effekt mich spät festgestellt gehen. Ich wüsste ein Frohlo da auf den Antwort. Gibt dann noch die anderen Lampadären ein Kino geguckt, weil das war richtig gefährlich. Also ich hätte nicht viel denn da auf dem Tisch sitzen, weil das war ein richtig Tischflamme. Riskieren wir nicht, wenn das bei dem nächsten Lampadär, wenn das so eine Reaktion Serie ist, da, ja, wir sind ja dann haftbar, ne, wenn da ein Lampadär sind. Aber wir wollen ja auch nicht, dass irgendwas geschieht. Ja. Wenn dann so einfach für das man Sicherheit rauszufinden, also müssen so weit alles kontrolliert, wie man konnte kontrollieren, das ist aber kein Garantie, dass nicht da, wenn ein Kind vorkommt. Also das leider sind so Fehler, die just so ganz sporadisch auftreten, das ist schwer für die zu reparieren. Wir haben alles gemacht, also wir haben das alles geguckt, wir haben auch Kreos war auf Platz. Also da, wo wir etwas gesehen haben, natürlich behilft man das mir. Das ist schwer, da präventiv hinzugehen. Das kann ich nächstens da machen, wenn ich denke, Telegas, wow, da gibt es sowieso die ganze Belichtung neu gemacht. Ne? Wir wollen für einfach alle Leute zu setzen, nehmen, weil ich meine Kinder ein bisschen. Also auch später, laut Leifel, selber geht nicht durch, dann müsst ihr auch noch die ganze Leitung an der Straße, dann musst du alles abrappen. Ja. Ben. Ich muss vielleicht noch ein Wort zu der App. Ich habe Bescheid gesagt, die setzen die Nummer bei, das wird dann nach der Woche geschehen. Just Informationen, wir haben 700 Leute, die die App aufgeladen haben, wird aber schon relativ viel Sinn für die kurze Zeit, wo wir so lohnen. So, dann, wenn du keine Fragen mehr sind, dann wäre die Seance publik fertig. Dann sagen wir den Leuten, merci, dass sich dafür alles abends interessieren. Und dann muss man eine kleine Week-Low machen.